Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von WhatsApp Prof. Herzlich willkommen, willkommen Martin. Wir sorgen wieder für Aufregung. Das gehört doch dazu. Aber es gibt einen Grund, warum wir das machen müssen. Lass uns den Grund dafür betrachten. Wir werden uns über die Sonntagspläne unterhalten, dass es vielleicht schneller soweit ist, als wir denken. Ja, da gibt es interessante Sachen im Titel des Hintergrundbildes. Back Nun sieht man sich das Bild im Hintergrund an. Hat man die Weltuntergangsuhr, die weiter tickt? Darunter hat man auch die Klimakrise. Sehen wir doch, wohin es uns führt. Ja, und vielleicht die Gesetzgebung, die dadurch kommt. Lass mich das richtig stellen: die sogenannte Klimakrise. Oh ja, ja, ja. Yes. oh ja, und die Gesetze dazu sind vielleicht schon näher, als wir denken. Ja. Lasst uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir wieder hier sein können. Wir bitten dich erneut darum, unseren Verstand während des Gespräches mit dem Heiligen Geist zu erleuchten und dass wir die Botschaft weitergeben können, die du für diese Zuschauer vorgesehen hast. Amen. Also, Martin, worin geht es bei dieser Sonntagsvorlage? Bevor wir mit den Sonntagsplänen beginnen, lass uns das Konzept der gegenwärtigen Wahrheit betrachten. Was ist gegenwärtige Wahrheit und warum gibt es so etwas wie gegenwärtige Wahrheit? In 2. Petrus 1, Vers 12 steht, Darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, wie wohl ihr es wisset und gestärkt seid in der gegenwärtigen Wahrheit. Gegenwärtige Wahrheit ist mhm. keine neue Wahrheit. Mhm. Sie ist eine Entfaltung alter Wahrheit. Hm. Wenn man seine Bibel liest, war alles schon da. Worauf bezog sich Petrus? Was war die gegenwärtige Wahrheit zu jener Zeit? Jesus ist der Messias. Ja. War er in der Schrift vorhergesagt? Ja. Hätten Sie ihn erkennen können, wenn Sie Ihre Bibel gründlich studiert hätten? Hundertprozentig. Erkannten Sie ihn denn? Nein, nein. Deshalb stand es ja in der Schrift, damit sie ihn erkennen konnten. Richtig, aber sie erkannten ihn nicht. Aber einige Menschen erkannten ihn sehr wohl. Stimmt. Und für sie war das gegenwärtige Wahrheit. Ja. Das, was vorhergesagt worden war, das, was biblisch war, war jetzt Realität geworden. Mhm. Deshalb ist es sehr wichtig zu wissen, was gegenwärtige Wahrheit ist. Oder worum es bei der Entfaltung alter schon vorhergesagter Wahrheit wirklich geht? Das ist wahr, und dazu gehören Zeichen. Genauso wie sie es hatten, als sie auf den Messias warteten, es gab gewisse Zeichen, die dem Kommen vorausgingen. Okay, wenn man eine Wahrheit hat, die mit Müll und Schlamm zugedeckt und darunter begraben wird. Macht sie das nicht weniger zur Wahrheit? Nein. Und wenn es dann aufgedeckt wird, und der Teufel mag es nicht, wenn sie aufgedeckt wird, kann er es denn wieder verdecken? Ja. Okay. Lass uns beispielsweise Gerechtigkeit aus Glauben nehmen. Es ist ganz klar, dass die Bibel von Gerechtigkeit aus Glauben spricht. Paulus schreibt darüber, es ist doch sein Hauptanliegen. Darüber geht doch der ganze Römerbrief, richtig? Das Verhältnis zwischen Gesetz und Gnade. Wir besprachen das beim letzten Mal im Galaterbrief. Das ist Wahrheit. Dann kommt die Welt daher, wirft eine Menge Müll darauf und begräbt sie. Ja. Und der Teufel hofft natürlich, dass sie begraben bleibt. Ja. Dann kommt ein Martin Luther, der zu graben anfängt. Er ist sehr beliebt, richtig? Jeder liebt ihn. Ja. Nein, außer sie entdecken die gegenwärtige Wahrheit. Also die Gerechtigkeit aus Glauben wurde zu Luther's Zeit gegenwärtige Wahrheit. Obwohl es schon zur Zeit von Paulus gegenwärtige Wahrheit gewesen war. Ja. Hier war also gegenwärtige Wahrheit. Und sie führte zur Spaltung zwischen Protestantismus und Katholizismus. Mhm. Und dann wurde diese kostbare Wahrheit mit der Zeit verwüstet. Und heute haben sie eine gemeinsame Erklärung, ja. die diese gegenwärtige Wahrheit völlig zerstört. Ist es dann notwendig, sie erneut auszugraben und als gegenwärtige Wahrheit zu präsentieren? Es ist schon eine alte Wahrheit, richtig? Aber sie wurde eine gegenwärtige Wahrheit. Unbedingt. So ist es. Weißt du, so ist es eben mit der Wahrheit. Ach, sogar im ersten Buch Mose fing es mit Wahrheit an. Die Wahrheit besteht weiter und wird nie alt. Wenn man sie entdeckt, ist sie niemals alt. Okay, so okay. nehmen wir doch den Sabbat. Hm. Ist der Sabbat gegenwärtige Wahrheit? Er ist gegenwärtige Wahrheit und besteht schon lange. Manche Leute denken, er ist 2600 Jahre alt. Ja, wie wir noch sehen werden. Aber tatsächlich ist es Fakt, dass er von der Schöpfung herkommt, stimmt's? Das macht ihn an die 6000 Jahre alt. Ein paar Monate hin oder her. <laughs> Nun gut. Es sind viele köstliche Wahrheiten im Wort Gottes enthalten, aber es ist die gegenwärtige Wahrheit, die die Herde jetzt braucht. Hm. Das ist keine neue Wahrheit, das ist alte Wahrheit in neuen Zusammenhängen. Ja. Wasche den Schlamm weg, lass das Gold erstrahlen hm. und fasse die gegenwärtige Wahrheit in Gold. Hm. Ich habe gesehen, dass es gefährlich ist, wenn die Boten die wichtigen Punkte der gegenwärtigen Wahrheit verlassen und sich bei solchen Themen aufhalten, die nicht zur Einigung der Herde und zur Heiligung der Seele beitragen. Satan wird jeden möglichen Vorteil wahrnehmen, das Werk zu schädigen. Braucht man im Gespräch mit Christen viel Zeit, um zu erklären, dass Jesus der Erlöser ist? Nein. Sie sollten es wissen, richtig? Ganz genau. Muss man ihnen ständig erzählen, dass Jesus sie liebt? Nein. Nein. Sie sollten wissen, dass Jesus sie liebt. Es ist sehr nett zu hören, dass Jesus einen liebt. Sie wissen es. Denn die Bibel sagt es mir. Und es ist gut. So ist es. Lies deine Bibel und dann verinnerlicht man es. Dieses Wissen wird nur besser, wenn man eine Beziehung zu ihm hat. Gut, jetzt hat man eine Beziehung mit Jesus und weiß, dass er sich um uns kümmert und uns liebt. Ja, und er möchte uns vergeben, aber da gibt es eine Bedingung, die man Reue nennt. Richtig. Gut, wenn nun Reue nicht länger gefordert wird und alles erlaubt ist, wird die Reue dann nicht zu einer gegenwärtigen Wahrheit? Ja. Weil wir alle auf einem Holzweg sind, der nirgendwo hinführt. Ja. Wieder ist es so, wie du schon sagtest, dass obendrauf Müll liegt, den man wegräumen muss. Das muss man. Was ist, wenn man die Gefahr herannahen sieht und man weiß, dass jemand sich nicht an eine uralte Wahrheit hält? Dann muss es doch zu einer gegenwärtigen Wahrheit werden, wenn man diese Person warnen möchte, dass ein Tsunami kommt. Ja, genau. Darum ist es wichtig, dass man sich gründlich mit gegenwärtiger Wahrheit beschäftigt. Hm. Das bedeutet nicht, dass man die alte Wahrheit verneint. Nein, im Gegenteil. In Wirklichkeit erhebt es alte Wahrheit. Ja, oder es setzt sie in den richtigen Zusammenhang. Es gibt nur wenige, die die Botschaft des dritten Engels verstehen, sogar unter denen, die behaupten, sie zu glauben, und doch ist diese Botschaft für diese Zeit. Sie ist gegenwärtige Wahrheit. Wir machen ja eine ganze Serie zur Botschaft der drei Engel. Und wir machen das, weil es gegenwärtige Wahrheit ist. Warum ist das jetzt entscheidend? Denn wenn man diese Wahrheit nicht annimmt, die schon eine uralte Wahrheit ist, wird man im Gericht als zu leicht befunden werden. Das ist wahr. Ist es aus Liebe, dass man die gegenwärtige Wahrheit präsentiert oder ist es ein Tadel, den wir am besten nicht aufgreifen sollten? Es ist doch logisch, dass wenn jemand einem wichtig ist, dass man diese Wahrheit laut verkündigt. Okay, man würde also die gegenwärtige Wahrheit mit Posaunenschall verkündigen. Ja. Wird es einige irritieren, die sie unter einem Berg von Schlamm begraben haben? Sehr. Sehr sogar. Aber wie wenige greifen diese Botschaft in ihrer wahren Bedeutung auf und präsentieren sie mit der ihr innewohnenden Macht den Menschen? Bei vielen hat sie nur wenig Kraft. Das abschließende Werk der dritten Engelsbotschaft wird von einer Kraft begleitet sein, die die Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit in alle Lebensumstände hineinschicken wird und Entscheidungen für Gott als höchsten Regenten treffen lässt. Sein Gesetz wird als Maßstab seiner Regierung angesehen werden. Ist es ist ein Fakt, dass die Kirchen das Gesetz missachtet und auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen haben. Ja, das Gesetz zusammen mit all den Forderungen, die Gott in Wirklichkeit einfordert, sühlen das einfach in einen Mantel aus Lügen. Als der Psalmist sagte: Wie habe ich dein Gesetz so lieb? War er da verführt oder getäuscht? <laughs> Nein. Nein. Oder wenn die Bibel sagt, dein Gesetz ist Wahrheit, würde es jetzt auf einmal zu einer Unwahrheit? Ja. Aber wenn es mit Müll bedeckt ist, sollte man es da nicht säubern, aufpolieren und als gegenwärtige Wahrheit präsentieren? Genau. Und sie wieder in den Vordergrund stellen. Ist das Teil der dritten Engelsbotschaft? Definitiv. Okay. Martin, die gegenwärtige Wahrheit muss also verkündigt werden weil die Erlösung davon abhängt. Ja, es bedeutet nicht, dass man die anderen Wahrheiten nicht glaubt, denn ohne die anderen Wahrheiten würden sie auch nicht bestehen. Sie ist Teil eines Gesamtpakets, nicht wahr? Mhm. Die Evangeliumsbotschaft für diese Zeit ist in der Botschaft des dritten Engels enthalten, die auch die Botschaften des ersten und zweiten Engels umfasst und die überall verkündet werden soll, denn sie ist gegenwärtige Wahrheit. Gut, nicht nur die Botschaft des dritten Engels ist gegenwärtige Wahrheit, nein, sie umfasst auch die erste und zweite Engelsbotschaft. Ja. Wir haben ja eine ganze Serie darüber gemacht. Diese Serie müssen wir nicht wiederholen. Es gibt sie jetzt als Paket, die Stimmt. hoffentlich wie die Herbstblätter verteilt werden. Ja. ja, nun, wir können sie ja den Zuschauern gleich zeigen. Sie sind im Kreditkartenformat. Es ist schön aufgemacht. Wir haben die Drei Hier sind fünf Folgen von WhatsApp Prof drauf. Der Charakter Gottes, die Drei Engel und der vierte Engel. Und der vierte Engel. Das ist also ein Komplettpaket über die Bedeutung der Drei Engelsbotschaft im Kontext unserer Zeit. Wobei sie, sagen wir einmal, als gegenwärtige Wahrheit herausgestellt wird. Genau, das ist ein schönes missionarisches Hilfsmittel, das man Leuten geben kann. Wenn, man, wenn sie dann mehr wissen wollen, fängt man mit Bibelstunden an. Es befindet sich ein USB-Stick zum Herausklappen darauf. Dann hat man seinen USB-Stick. Ja, stimmt, hier klappt man ihn raus. Ja, wir haben noch einen gemacht, unter dem Schirm des Höchsten. Okay. Mit dir und deiner Frau und euren wunderbaren Geschichten. Das gibt es jetzt auch als Paket. Das gibt es als Video und Audio. Wir wollen sie so weit als möglich umsonst weitergeben. Ja. Solange der Herr die Mittel dazu bereitstellt, werden wir versuchen, es so zu handhaben. So ist das. Und das ist gegenwärtige Wahrheit. Ja, das ist gegenwärtige Wahrheit für die Zeit, in der wir leben. Martin, warum machen wir dieses Thema jetzt? Um zu zeigen, dass das kein Hirngespinst ist, sondern es ist jetzt wirklich aktuell. Ja, das ist es. Wir sprechen immer darüber. Also, wie oft haben die Leute schon gesagt, ach, ihr redet immer über das gleiche Thema? Du hast es auch schon erwähnt, weil es eben gegenwärtige Wahrheit ist. Es hat den Einschein, dass die Leute es einfach nicht kapieren. Und manchmal muss man eine Sache immer wiederholen, bis es schließlich doch einsickert. Hm. Wenn die Medien das mit einer Lüge machen können. Genau. Und es so lange in die Medien bringen, bis jeder die Lüge glaubt, warum können wir das nicht mit der Wahrheit machen? Ganz genau. Nehmen wir doch bloß den Klimawandel. Ja. Glaubst du, dass man Klimawandel nur einmal hört und dann ist es damit vorbei? Nein, wir werden es immer und immer wieder hören, bis die Leute die Lüge schlucken. Wir wollen jetzt, dass sie die Wahrheit schlucken. Ja, wir wollen, dass sie die Wahrheit schlucken. Stimmt. Also Martin, der YouTube-Kanal zu Einwanderungs-Updates in den USA, all diese Dinge hängen ja irgendwie zusammen, richtig? Ja, natürlich. Wir hielten ja immer fest, dass wir dieses Thema aus einem Grund bringen, denn wir sind, wie ich schon früher gesagt habe, keine Nachrichtensendung, aber wir nehmen alles, was in den Nachrichten oder sonst da draußen ein Thema ist und setzen es in einen Rahmen. Ja, und schauen, wie es zum prophetischen Szenario passt. Die Leute müssen ja dahin gebracht werden, an dem sie etwas umsetzen, das vielleicht als verfassungswidrig oder was auch immer angesehen wird. Aber es liegt am Interesse des Tieres. So ist es. Damit seine Autorität weltweit akzeptiert wird. Das möchte es ja. Es wird dazu kommen. Denn das Tier hat den Drachen als ja. Boss. Und der Drache hasst Jesus Christus. Denn der Drache ist der Teufel. Und was hasst er am meisten? Die Autorität. Ja, so ist es. Und dann ist er auch zornig auf den Samen der Kirche. Natürlich wird er zornig auf sie sein, denn sie halten die Gebote Gottes. Und er weigert sich, sie zu halten. Ja. Seine Parole heißt: Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Mir ist deine Autorität total egal. Genau das macht er. Er dreht dem mhm. Schöpfer des Universums eine lange Nase. Und sich selbst auch. Mhm. Hier liegt nun ein Problem. Und jetzt möchte er seine Autorität durchgesetzt haben. Also muss er gewisse Normen und Standards einreißen. Sogar wenn es so weit kommen sollte, dass ein Riss durch die Bevölkerung geht, dass einige sich auf seine Seite stellen und andere nicht, würde er es sogar bis zu einem Krieg vorantreiben. Ja. Sogar zum Bürgerkrieg. Ihm ist es egal, solange er seinen Willen bekommt. Ja, wir sprachen erst neulich darüber. Wenn man daran denkt, was man im Geist der Weissagung liest, dass Satan da sitzt und dieses schreckliche Grinsen, Grinsen im Gesicht hat, wenn er all die Verwüstung und das Leid der Menschen sieht, er denkt, das ist eine wunderbare Sache. Lass uns sehen, worum es da geht. Eine Gerichtsentscheidung am Montag ebnete auch den Weg für Bundesbeamten, den Stacheldrahtzaun abzubauen. Aber Texas hat seitdem noch mehr ausgelegt, was zu Forderungen führte, dass die Bundesregierung die texanische Nationalgarde übernehme. Ich möchte jeden daran erinnern, dass die Umstände, unter denen die Bundesregierung die Nationalgarde eines Bundesstaates mobil machen kann, im Gesetz dargelegt sind. Okay? Ich lasse es dabei und lasse mich auf keine Spekulationen darüber ein welche maßnahmen der präsident derzeit ergreifen wird governor greg abbott sagte am freitag in einem interview dass texas für jeden konflikt zwischen dem bundesstaat und den bundesbehörden bereit ist greg abbott der governor von texas verfasste einen brief der sich nicht nur an die regierung sondern an die welt richtete hier ein auszug daraus laut verfassung hat der staat texas die vollmacht zitat sich selbst zu schützen diese autorität ist das oberste gesetz des landes und verdrängt vielmehr jede bundesstatute Hierauf folgten sehr rasch 25 andere Bundesstaaten mit republikanischen Gouverneuren und unterschrieben einen Brief, in dem sie Texas und seinem verfassungsmäßigen Recht, sich und dieses Land zu verteidigen, Unterstützung zusicherten. Zu diesen Bundesstaaten gehören Ohio, Florida, Utah, Nevada und viele andere. Daraufhin antwortet die Regierung von Biden. Die Regierung drohte diesen Staaten, besonders Texas, mit einer Zitat 24-Stunden-Frist der Bundesgrenzpolizei, die Öffnung der Grenze und die Entfernung des Stacheldrahtes zu erlauben. Ganz klar ein Kollisionskurs. Was passiert als als nächstes können Sie sich ein Szenario vorstellen, in dem man bewaffnete Bundesbeamte anstelle der Nationalgarde von Texas an die Grenze stellt? Während wir hier sprechen, haben wir bereits andere bewaffnete Staatsbeamte an der Grenze. Die texanische Behörde für öffentliche Sicherheit, andere Vollzugsbeamte sowie Nationalgardisten von anderen Staaten. Und Sie können sich sicher sein, dass es noch mehr Nationalgardisten von anderen Staaten und noch mehr Vollzugsbeamte innerhalb von Texas und anderen Staaten geben wird. Wir haben eine Invasion und wir haben vom Präsidenten Unterstützung angefordert, um unseren Staat zu schützen. Und Sie haben das achtmal verweigert. Das hat mich autorisiert, eine Invasion nach Artikel 1 Absatz 10 der Verfassung zu erklären, um sicherzustellen, dass Texas jedes uns zur Verfügung stehende Mittel einsetzen kann, um unseren Staat zu verteidigen. Von den zwei Dutzend republikanischen Staaten, die Ihnen Unterstützung zusicherten, wie viele von denen würden Ihnen wohl Nationalgardisten nach Texas schicken? Ich wäre schockiert und enttäuscht, wenn nicht fast alles tun würden. Das ist ein Kampf für die Zukunft Amerikas und Sie wissen das alle. Also denke ich, dass Sie alle bei diesem Unterfangen dabei sind. Jedoch glaube ich, dass das alles am 20. Januar nächsten Jahres ein Ende haben wird, denn ich glaube, dass ein neuer Präsident vereidigt wird. Ein Präsident, der tatsächlich die Immigrationsgesetze des ganzen Landes umsetzt, nicht nur an der texanischen Grenze. Martin, das ist etwas, was wir als Randthema bezeichnen würden das sich gerade entwickelt. Ja, das ist wie ein brodelndes Etwas. Ja. Es führt zu etwas. Hier hat man also Leute und schließlich ganze Staaten, die über eine bestimmte Richtung enttäuscht sind, die die Bundesregierung einschlägt. Geht es dann nur ums Grenzthema? Oder spielt da noch anderes herein, wie die vogue geschichte Ja, ist es eine Frage der Teilung von Staat und Kirche? Ist es eine Frage des Niedergangs der Moral? Ja, gut, das ist im Grunde eines der Themen. Yep. Dem, sagen wir einmal, erlaubt wird, zu brodeln anzufangen. Mm -hmm start boiling. Ja, so ist es. Das ist fast wie ein Keil, der etwas öffnen soll, um die anderen auch dazu zu bringen. In all diesen 25 Staaten sind sie sowieso schon ziemlich auf. Ja, das ist ein Keil für den Einstieg. Also, Stimmt. Wollen sie in Wirklichkeit nicht die liberale Agenda wegfegen ja. und eine konservativere Agenda einführen? Nicht nur, was die Sicherheit der Menschen anbelangt, mhm. sondern auch um da Moralität willen, um zu etwas zurückzukommen, was nun, sagen wir einmal, etwas spirituellere Wurzeln hat. Ja. Hm? Definitiv. Sie greifen ständig auf diese Gründervater der Verfassung zurück, dass es eine christliche Nation ist. Ist das möglicherweise sogar eine Ablenkung? Hm. From, hm, von Satan. Satan. Ja, von Satan. Damit der Blick und die Gedanken weiter darauf gerichtet sind, damit er einem am Ende das Gesamtpaket rüberbringen kann. Ja. Und man es akzeptiert, weil man so genug von diesem ein Thema hat, ja. dass man das andere Thema auch akzeptiert, egal was es sein mag. Schau. So, wie wir es schon mal sagten, einige Menschen, einige der Akteure darin, kennen vielleicht die finale Agenda Satans gar nicht. Nein, denke ich. sie kennen sie nicht. Wenn sie die gegenwärtige Wahrheit nicht kennen, sehen sie nicht, wie das Bild sich zusammenfügt. Und das ist so wichtig, denn die gegenwärtige Wahrheit, die wir jetzt bringen, ist das, was sie nicht sehen. Sie sehen sie noch nicht. Und sie glauben, dass sie das für Gott tun. Sie sind zutiefst davon überzeugt. Ja. Leider werden Sie in der Zukunft eine Wahl treffen müssen. Ja, das werden Sie müssen. Wenn man geschichtlich etwas zurückgeht und die Vorschriften hernimmt, die wegen auftretender Krankheiten hereinkamen, und auch die Gesetze, die hereingebracht werden, sind das Mittel für einen Zweck. Es ist ein Werkzeug das des Es war Tieres. eine Ablenkung, die den Anstoß lieferte. Dinge ja. einzuführen von der die Agenda in der Zukunft profitieren wird. So ist es. So funktioniert gegenwärtige Wahrheit. Man muss auf den Schlamm schauen und die Agenda sehen. Ansonsten sieht man nur Schlamm. Das ist das Problem und dann steht man auf der falschen Seite und wird auf die falschen Leute wütend. Gut, wir haben also in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Grenzkrise und wir haben eine weitere Krise in Europa. Und diese Krise ja. hat mit vielen gleichen Themen zu tun wie mit liberalen Agenten und Agenten zum Klimawandel. Mhm. Mhm. Denn die Klimawandelagenda ist eine Agenda, die einen bestimmten Punkt erreichen soll, ja. der die gegenwärtige Wahrheit angreift. Stimmt. Das bringt legale Konsequenzen mit sich und finanzielle Konsequenzen, die in unsere Tasche greift. Ja, ja, Also, wenn es so weit geht, dass man nicht atmen darf, weil man CO2 ausstößt, dann wird es zu einem Thema, bei dem es um Leben und Tod geht. Oder man trägt so ein nettes CO2 Messgerät auf der Brust, so dass man schön langsam atmet und ja nicht zu viel Atemzüge macht. Ansonsten zahlt man dafür Steuern. Sagen wir beispielsweise, wir werden uns das gleich ansehen, sagen wir beispielsweise, dass die eigene völlige Abhängigkeit gewollt ist und sie werden etwas als Mittel dazu benutzen, um einen völlig abhängig zu bekommen. Was wenn sie uns sagen werden, wir wollen nicht, dass ihr euer eigenes Gemüse zieht, denn dann seid ihr nicht abhängig. Hm. Nun, so werden sie es nicht sagen, sondern es wird so erzählt, dass ihr euer eigenes Gemüse anbaut, ist schlecht für den Rest der das Menschen. Das ist sehr schlecht für den Rest der Menschen. Die Leute sagen mit Verlaub, aber in dem, was ihr sagt, liegt keine Logik. Stimmt, aber wie wir gleich sehen werden, gibt es mehr CO2, wenn man seinen eigenen Kohl anbaut, als wenn jemand anders den Kohl für uns anbaut. Ja. Ja. Dann sagt man, ah, das ist natürlich logisch. Das ist hirnlos. Aber naja, lassen wir es stehen. Ja, das ist wahr. Aber weißt du, das Traurige ist doch, dass die Leute das so schlucken und annehmen. Richtig. Aber solange es begleitend, Unruhe, Wut und Hetze gibt, egal ob es sich um ein Thema handelt, das die Landwirtschaft oder auch die Grenze betrifft. Nein, es ist doch alles Hetze. Ist es ein Unzufriedensein mit dem Status quo und dem Zustand der Dinge und auch damit, wie Regierungen mit bestimmten Dingen umgehen? Stimmt. Ist es eine Vorgehensweise, wie man erzwungene Veränderungen herbeiführt? Das mit Sicherheit. Ordnung aus dem das Chaos. Ist wieder Order ab Chaos. So gehen sie vor. Nun, bevor ich es vergesse, ich habe es nicht eingefügt, aber wie immer, nun, das Jesuitentheater hat beispielsweise alle auf die Grenzgeschichte vorbereitet. Ja, Bürgerkrieg. Oh ja, und auf Bürgerkrieg. Bevor wir uns das nächste anschauen, möchte ich sagen, dass ich mich an einen Film erinnere, der 1997 herauskam. Eine Polizsatire namens Die Kriegsmacher. Was dort in diesem Film geschah, war genau das, was man hier gesehen hat. Es ist wie eine Vorlage für das, was jetzt geschieht. Das ist Jesuitentheater vom Feinsten. Wie immer. Jedes Mal, wenn etwas derartiges geschieht, muss man nur nachschauen, dass man vorher schon dafür desensibilisiert wurde. Richtig. Bei jeder Revolution in der Geschichte seit der Reformation, zu der man zurückgeht, bei jeder dieser Revolutionen wird man, wenn man nur gründlich genug gräbt und hinsieht, dahinter einen Jesuiten finden. Ich habe keinen Zweifel, dass das gleiche auch heute gilt. Genau. Gut, sehen wir uns einige der Unruhen an, die in Europa mit den Bauern passieren. Hm. Wohin man auch schaut, werden kleine und mittelgroße Farmen von diesen Mega-Farm-Unternehmen verschlungen, weil sie nicht mehr mithalten können. Sie können sich nicht an diesen endlosen Strom von neuen Vorschriften halten. Wir sehen es gerade in China mit diesen gigantischen, mechanisierten, von der Regierung kontrollierten Mega-Farm-Zusammenschlüssen, die all diese kleinen Familienbetriebe ersetzen, wo oft schon seit Hunderten von Jahren die Familie Landwirtschaft betrieb, manchmal noch länger. Das ist jetzt Bauland der Regierung, das sie sofort verlassen müssen. Sie treiben sie alle von ihrem Stückchen Land und in diese großen, entsetzlichen Megastädte, die sie gebaut haben. Wir sehen die Dezimierung kleiner Höfe überall in der Welt. Wenn sie nicht durch die Wirtschaft in den Bankrott getrieben werden, werden die Regierungen sie selbst schließen. Nun, Martin, das ist eine internationale Sache. Hm. Nicht nur in Frankreich oder in Holland, dass es diese Aufstände gibt. Man hat sie überall. Wir haben sie in China, in Afrika, wir haben sie vor der Haustür. Immer wieder mehr oder weniger die gleiche Geschichte. Sie wollen, dass die Menschen in diese 15 Minuten Megastädte ziehen. Also seid ruhig und glücklich, während euch nichts gehört. Ja, das widerspricht hundertprozentig dem, was uns die Bibel und der Geist der Weissagung sagen. Okay, wir sagten schon immer, dass wir Botschafter sind, richtig? Was nicht heißt, dass wir keine Meinung ja. haben. Aber wir sind Beobachter, wir lassen uns nicht in den Konflikt verwickeln, Nein. außer dass wir vor dem warnen, was prophetisch vorgegeben ist. Würden dich diese Sachen nicht auch wütend machen? Natürlich, nicht wahr? Ja, natürlich, weil es unlogisch ist. Darin liegt keine Logik. Also, die Regierung sagt dir, du darfst keinen Salat pflanzen. Und man fragt, Warum kann ich keinen Salat pflanzen? Weil dein Salat mehr CO2 produziert als mein Salat. Man sagt, das ist lächerlich. Woher nehmt ihr diese idiotischen Argumente? Richtig? Nun, ich habe es schon öfters erzählt. Das ist wie damals, als wir die kompletten Lockdowns hatten. Da ging ich ins Geschäft, denn man durfte ja für nichts anderes als das Notwendige gehen. Also ging ich mit dem Absichten Samen für die Aussaat zu kaufen ins Geschäft. Nein, davor hing ein Plakat, darauf stand, das sind nicht notwendige Produkte. Man konnte Produkte. keine Nüsse kaufen. Sie waren nicht lebensnotwendig, bis man ihm sagte, man konnte sie nicht kaufen. Für uns sind sie notwendig, weil ich das andere Zeug, das sie in die Regale legt, nicht esse. Ja, aber natürlich wird das Leute okay. aufbringen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man wütend werden muss, damit es irgendwo auf dem weiteren Weg eine Synthese geben kann. Ja. Und jetzt wird man überlistet, damit man wütend wird. Ja, denn wenn man dann eine Regierung bekommt oder einen Regierungsbeamten, der die Sprache spricht, die man gerne von so jemandem hören möchte, sagt man, hey, und wird mitmachen. Oh, man wird es lieben, man wird es lieben. Wenn man die Wahl zwischen dem Teufel, äh, der Pest und Cholera hat, wird man sich für den Teufel entscheiden, denn der spricht zumindest meine Sprache. Okay. So, und das werden sie machen. Okay, sehen wir uns eine Studie an, die durchgeführt wurde. Das ist ein YouTube-Video von Redacted, worin sie sich den CO2-Fußabdruck von im eigenen Garten erzeugten Produkten ansehen. Hier ist eine neue Studie, die annimmt, dass Gartenbau in Städten einen höheren CO2-Fußabdruck hat als konventionelle Landwirtschaft. Es wurde erforscht, dass Gärten wie dieser hier schlecht für den Planeten sind. Schlimmer als konventionelle Landwirtschaft. Das beunruhigt mich, denn wenn die Globalisten anfangen, einem zu sagen, was einen hohen CO2-Fußabdruck hat, dann signalisieren sie uns, was sie unterdrücken wollen. Also Ökozid ist ein Begriff, der weltweit immer bekannter wird. Vom Konzept her ist es allgemein massiver Schaden und Zerstörung der Natur aber was Gesetze betrifft, was unsere Organisationen und andere Mitarbeiter erreichen wollen, ist, dass es gesetzlich als schweres Verbrechen anerkannt wird. Denn ein Thema durchzieht irgendwie jegliche Erörterung und zwar, dass wir eine kulturell sehr tiefsitzende Gewohnheit haben, Schaden in der Natur als nicht so ernst zu betrachten wie Schäden an Menschen und Eigentum. Nun, wenn man sich für Menschenrechte einsetzt, dann weiß man zumindest, dass Massenmord, Folter und all das schwere Verbrechen sind. Aber im Bereich Ökologie gibt es dazu kein Gegenstück und im Gegensatz zu einem internationalen Verbrechen wie etwa Genozid der eine bestimmte Absicht einschließt sehen wir beim Ökozid aktuell dass Leute versuchen und Geschäfte versuchen Geld zu machen Landwirtschaft zu betreiben Fischerei all diese Dinge die auch Energie produzieren und so weiter aber eines fehlt dabei, die Erkenntnis und das Bewusstsein rund um die Nebenfolgen, die Kollateralschäden, die dabei passieren. Hier ist noch eine Dame, die sagt, ja, weil Landwirtschaft so problematisch ist, muss man sich einfach an von KI produzierte Nahrung gewöhnen. Viel von dem, was wir tun können, ist Verknappung. Und wir können auch Erzeugnisse haben, die biologisch erzeugt sind. Es ist immer noch so, dass man natürliche Erzeugnisse ersetzen oder aufwerten kann. Besonders wenn der Klimawandel es schwerer macht, sie zu produzieren. Das andere, was man mit KI machen kann, den Lösungsansatz zu verbreiten. Wenn man den Geschmack, den Geruch von Vanille liebt. Können wir dann etwas haben, was daran erinnert? Das ist neu für die Welt. Also KI so verwenden, um diesen Lösenansatz zu verbreitern, das können Menschen allein nicht machen. Dem helfen wir definitiv zum Durchbruch, indem wir biologische Daten über Rezeptoren anwenden. Dazu hat man Millionen von Datenpunkten, wobei wir unser Wissen über Geschmack und Geruch anwenden, um das zu identifizieren, was neu sein kann, und Verbrauchern zu helfen, nachhaltige Lösungen zu haben, die auch wirklich erstrebenswert sind. Stimmt's? Nun, Martin. Wenn man sich diese beiden Damen ansieht, könnte man da die Wut kriegen? <laughs> Ruhig und gefasst. Bleiben. Ruhig und gefasst. Nun, ich war in den Medien unterwegs und habe mir einige der Dinge angesehen, die Menschen darauf zu so antworten. Wir können das nicht zeigen, weil die derbe Sprache es uns einfach nicht erlaubt, es zu zeigen. Eine Obszönität nach der anderen es macht sie so wütend. warum sind sie so aufgebracht? weil sie die agenda nicht sehen. sie verstehen sie nicht. sie sehen einfach wie ein feind übergreift. und der feind ist eine geisteshaltung. die laut einiger leute so schwachsinnig ist, dass sie damit nicht fertig werden können. aber ich würde nicht einmal bis zur logik gehen. darin steckt keine logik. das soll auch keine logik sein. es ist einfach nichts. Sind sie von Nahrung abhängig? Ja, sie sind von Nahrung abhängig. Aber offensichtlich muss sie in Ordnung sein, wenn sie von KI hergestellt wird. Ich weiß. Nicht. Aber diese Dame, die sagt, dass Landwirtschaft eine Straftat ist, ja. und dass das Erzeugen von Lebensmitteln eine Straftat ist. Nun, ich kann verstehen, warum manche sagen, dass das dumm ist, hm. dass man einfach nicht glauben kann, dass ein Mensch so dumm sein kann. Aber ist diese arme Person nicht das Produkt von Indoktrination. Yeah. Wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, uh -huh. wo Menschen diese Einstellung haben, wird man am Ende überzeugt werden, dass die Lüge eine Wahrheit ist. Sicher, mit dem Klimawandel ist es das Gleiche. Aber lass uns nochmals anmerken, dass diese Spaltung nicht das ist, worum es hierbei letztlich geht. Wir müssen das nochmal wiederholen. Denn jetzt kommen die Leute und sagen, ja, aber die kommen damit nicht davon. Das ist in Ordnung. Aber was ist die Agenda? Was ja. ist die Alternative dazu? Wenn man diese Welle auf sich zukommen sieht, diese Welle an unsinniger Idiotie, wenn man das auf sich zukommen sieht und erkennt, dass diese Welle so riesengroß ist, hm. dass sie einen überfluten wird, dann muss man einen Damm hm. bauen. Ja, dann muss man einen Damm bauen. Man muss eine Barriere errichten. Und was die Menschen dabei nicht verstehen und was wir versuchen rüberzubringen, ist die Tatsache, dass der Plan, den sie haben, anscheinend richtig ist und anscheinend gut ist, wenn man die Agenda des Drachens nicht kennt. Ja, richtig. Lass uns sagen, man hat hier das eine Paket und da drüben ein anderes Paket. Bei einem Paket heißt es, was die dort sagen, ist in Bezug auf dieses und jenes Unsinn. Könnte dieses andere Paket jedoch Dinge enthalten, die zum eigenen ultimativen Verderben führen können? Aber man ist durchaus bereit, es anzunehmen, weil es eine Barriere gegen das andere ist. So funktioniert hegelische Dialektik. Ja. Es ist brillant. Es ist eine Strategie. Genau. Und es ist Satans Strategie. Das sollte niemand vergessen. Lass uns wegen der Einzelthemen nicht zu so erregt werden. Der neu gewählte Chef der Niederlande. Er wird auch einen religiösen Aspekt hineinbringen. Ja, wie wir schon immer sagten, man kann letztlich keines dieser Dinge von der Religion trennen. Richtig. Wir werden das jetzt zeigen und es wird einige Menschen geben, die sich darüber aufregen, weil wir das zeigen. Aber wieder möchten wir sagen, dass es dafür einen Grund gibt. Hm. Wir bringen ans Licht, was es mit der Agenda auf sich hat und wohin es führt. Ja, was die Agenda dahinter ist. Nehmen wir einmal an, dass wir zwei religiöse Systeme haben, Christentum und Islam. Im Islam liegt der Schwerpunkt sehr auf dem, was man tun soll und nicht tun darf. Und die Gesetze bei Verstößen sind ziemlich strikt. Vor allem, wenn die durch und durch islamischen Gesetze daran hängen. Wenn man stiehlt, verliert man seine Hand. Ja. Also diese Denkweise. Und in der Christenheit existiert diese Denkweise kaum. Es entwickelt sich hier also eine gewisse Feindseligkeit. Nicht nur gegen die unterschiedlichen Religionen, sondern auch diese Feindseligkeit, die damit einhergeht ich meine dass diese ganze Geschichte in Israel und auch Gaza diesem Szenario nicht geholfen haben aber etwas was dieser Mann sagt wird in zukunft sehr wichtig sein lass es uns einfach ansehen look at Erstens anzuerkennen, dass der Islam eine einflussreiche Ideologie ist, die Hass und Terror fördert und infolgedessen nicht mit den Werten der Niederlande vereinbar ist. Zweitens das sofortige Schließen unserer Grenzen für Asylsuchende und Immigranten, die aus islamischen Ländern stammen. Wir sollten uns aus dem Schengen-Abkommen zurückziehen und wieder unsere eigenen Grenzkontrollen einführen. Drittens, damit beginnen islamische Einrichtungen wie Moscheen aufzulösen. Zu Beginn Schließung der Moscheen, die vom Ausland finanziert werden, einschließlich solcher, die Zuschüsse aus dem Ausland erhalten und unter der Autorität von Dyanet, dem türkischen Ministerium für religiöse Angelegenheiten, stehen und nicht unter unserer. Viertens, jeden einsperren, der mit Gewalt droht oder sie anwendet oder sie aus unserem Land zu deportieren und falls nötig vorbeugende Maßnahmen gegen jene Hunderte von Unterstützern und Tausende von Sympathisanten der Dschihadistenbewegung in den Niederlanden zu ergreifen und fünftens alle Schulen, Nachrichten und Medien auffordern, eine Mohammed-Karikatur zu veröffentlichen. Nicht um zu provozieren, sondern um zu demonstrieren, dass wir Drohungen und Gewalt nie nachgeben und unsere Freiheit stolz und mit Nachdruck verteidigen. Schließlich habe ich eine Botschaft an all jene Moslems in den Niederlanden, die unsere Freiheit, unsere Demokratie und unsere Grundwerte nicht respektieren. Diejenigen, die die Regeln des Koran für wichtiger halten als unsere säkularen Gesetze, und von denen gibt es viele, 700.000, wie eine Studie von Professor Koopmans zeigte, und meine Botschaft an diese lautet: Verschwindet, reist in ein islamisches Land ab, dann können sie islamische Regeln genießen. Das sind deren Regeln, aber nicht unsere. Das ist unser Land, nicht euer Land, sondern unser Land. Das ist eine sehr interessante Rede. Tja, man würde nicht denken, dass sie von einem Staatslenker kommt. Ja, er hat zu kämpfen, eine Regierung zusammenzubekommen. Doch die Tatsache, dass er so viele Stimmen erhalten hat, bedeutet, dass er eine Stimmung trifft, richtig? Gewiss. Nun, Martin, etwas ist für mich sehr faszinierend. Wir haben unsere Werte, ihr habt eure Werte. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber drängt es uns nicht auf. Und die Werte im Koran sind nicht unsere Werte. Und wenn der Koran etwas sagt, was gegen unsere säkulären Gesetze ist, dann, so sagt er, müsst ihr verschwinden. Ja. Stimmt's? Martin, lass uns das Wort Koran gegen das Wort Bibel austauschen. Unsere Tradition sagt es uns so und so. Und wenn eure Bibel unsere Tradition widerspricht, dann verschwindet. Verschwindet. Wäre das eine Möglichkeit? Sicher doch. Wir werden es sehen. Es wird so funktionieren. Denn genau darauf wird es hinauslaufen. Gemäß dem, was die Bibel und der Geist der Weissagung vorhersagen. Es wird so sein, dass die Menschen sagen: Wenn ihr unseren Gesetzen nicht folgen wollt, und das ist biblisch, verschwindet. Nun gut, warum unterscheiden sich Ihre Grundwerte von den anderen, was sie sich auf ein christliches System gründen? Hm. Nun, dieses christliche System wurde von der Tradition übernommen und die Tradition ja. hat die Wahrheit zugedeckt. Yes. Also muss die gegenwärtige Wahrheit wieder in den Vordergrund treten. Genau. Und wenn man gegenwärtige Wahrheit predigt und sie der Tradition und ihren Grundwerten widerspricht, wird man in den gleichen Schwierigkeiten stecken wie der Islam. Ich verteidige ja. den Islam nicht. Nein, aber genau das wird passieren. Das meinte ich damit, als ich vorhin sagte, dass die Leute meinen, dass die Gott einen Gefallen tun. Denn so werden sie denken. Aber das wird nicht gegenwärtige Wahrheit sein. Es wird die verdeckte Wahrheit sein. Lass es uns laut sagen, bevor es geschieht. Ja. Im Grunde die Nachrichten vor den Nachrichten, damit wir einmal zurückblicken und sagen können: Ich denke, das haben wir so gesagt. Nun gut, Martin. Wenn man eine bestimmte Seite wählen will, dann muss man seine Leute in diesem Thema zusammenbekommen. Sie müssen eines Sinnes sein. Und die andere Seite wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um das zu verhindern, richtig? Hm. Im Fall von Carrie Lake ist das eine sehr interessante Geschichte. Denn man versuchte sogar, sie zu bestechen, hm. damit sie sich aus dem Wettkampf heraushält, damit sie ihren Mann aufstellen kann, sogar in der republikanischen Partei. Natürlich heizt das den Kessel nochmal ja. richtig auf und die Leute werden sich für den einen oder anderen entscheiden. Es ist eine Agenda, um, sagen wir es so, um Menschen in eine bestimmte Denkrichtung zu bewegen. Jemand, der wie Kerry Lake sagt, ich lasse mich nicht einschüchtern. Nun, das ist doch etwas, was man würdigen kann, stimmt's? Ja. Und auf wessen Seite ist sie? Auf der Trump-Seite. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Die Manipulation ist absolut erstaunlich. Die Manipulation. Und wir werden es wahrscheinlich nie wissen, denn es kann ja auch eine Agenda geben. Es kann eine Agenda geben. Lass es uns ansehen. Denn manchmal ist die negative Werbung die beste Werbung, die man bekommen kann. Ach. Ich habe das in meinem Leben selbst erlebt. Wenn die Leitung kommt und sagt, Besucht diese Vorträge nicht, sie sind vom Bösen, ja. dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Saal voll sein wird. Ja. Ich bin diesen Leitern sehr dankbar, dass sie immer gegen das setzen, was wir manchmal zu das sagen haben. Das stimmt hier genauso. Da läuft es genauso. Je mehr Negatives über Trump kommt, desto mehr geht es mit ihm bergauf. Sie hören jetzt den Parteivorsitzenden von Arizona, Jeff DeWitt, wie er mit Curry Lake über jemanden im Osten spricht. Der möchte, dass sie aussteigt und bereit ist, ihr dafür viel Geld zu zahlen. Er versucht herauszufinden, wie viel es braucht, um sie wegzubekommen, damit ein anderer einsteigt. Jemand den man steuern kann? Jemanden, der nicht mager ist? Jemand, der das macht, was der mysteriöse Boss der Partei will? Also da ist jemand. Sogar David scheint das zuzugeben. Das ist keine Erfindung, um dieser Anordnung Folge zu leisten. Wer? Drüben, im Osten. Sie, also, das sind sehr mächtige Leute, die Sie da draußen haben wollen. Ich weiß, dass Sie das wollen. Aber Sie lassen Ihren Worten Taten folgen, im großen Stil. Also dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Wenn Sie Nein sagen, ist das in Ordnung. Es ist Ihre Entscheidung. Sagen Sie es niemandem. Ich weiß, dass Sie versuchen werden, mich umbringen zu lassen. Okay, Martin, betrachten wir uns das doch unter dem Blickwinkel, wie man das Denken manipuliert. Manipulating thinking. Mhm. Wenn man etwas derartiges sendet und es große rausbringt, wird man dadurch bei manchen Leuten erreichen, dass sie eine noch entschlossenere Entscheidung treffen. Lieber die eine Seite als die andere zu wählen. Würde so etwas im Falle von Trump ihm schaden oder nutzen? Es würde ihn definitiv begünstigen. Wenn man jemanden also mehr herausstellen möchte, wie wäre es mit zehn Gerichtsverfahren gegen ihn? Ja, definitiv. Führte es dazu, dass es ihn irgendwie zu Fall gebracht hätte? In einigen Kreisen vielleicht, aber generell scheinen seine Aktien zu steigen. Ja, ja. Nun, die Sache ist doch die: Diese Tatsache allein gibt ihm den Anschein eines Außenstehenden, was dazu führt, dass die Leute ihm fast mehr Respekt zollen. Sogar Leute auf der Seite der Demokraten oder Leute auch nicht sagen, oh, aber er ist nicht Teil des Establishments. Er ist hier wie ein einsamer Wolf. Lass es uns nochmals wiederholen: Es spielt nicht wirklich eine Rolle. Genau. Das ist alles Teil des Spiels. Ja. Die Frage, die aber eine Rolle spielt, lautet: Was kommt mit dem ideologischen Paket, das mit denen zusammenkommt, die an der Macht sein werden? Ja. Wird Kirche und Staat ein Thema werden? Ja, freilich. Unbedingt, stimmt. Das wird das Herzstück des Ganzen sein. Nun gut, wenn es die Demokraten wären, wäre es da ein Thema? Auf der anderen Seite? Ja. Es getrennt zu halten? Ja. Okay Martin, lass uns dieses Gespräch in Richtung moralische Themen umschwenken. Hm. Natürlich hat alles, was wir bisher sagten, auch eine moralische Anwendung oder eine moralische Auswirkung. Lass uns also die Moralität ansehen und wie wichtig sie für die Menschen auf dieser Welt ist. Wie wichtig wäre es für die Leute auf dieser Welt, dass auch die Frage nach der Moral angesprochen wird? Nun, Elon Musk hat dieses Neuralink, wo sie tatsächlich Chips ins Gehirn einpflanzen. Lass uns sehen, wie die Diskussion zu diesem Thema verläuft. Elon Musk postete vor ein paar Stunden auf Twitter, jetzt als X bekannt, folgendes. Gestern erhielt der erste Mensch ein Implantat von Neuralink und er erholt sich gut. Erste Ergebnisse zur neuronalen Aktivität sind vielversprechend. Er sagte, das erste Produkt heißt Telepathy. Es wird Ihnen ermöglichen, Ihr Handy oder Ihren Computer einfach durch Gedanken zu steuern. Dadurch können Sie auch andere Geräte steuern. Wenn es funktioniert, könnte es ein Gamechanger sein, besonders für Menschen mit bestimmten Lähmungen. Sie könnten immens von einer derartigen Technologie Profitieren. Musk sagt, dass sie die ersten Empfänger sein werden. Er schrieb folgendes: Ich zitiere. Stellen Sie sich vor, wenn Stephen Hawking schneller als eine Stenotopistin oder ein Auktionator kommunizieren könnte. Das ist das Ziel. Den Menschen ohne Gliedmaßen zu helfen, ist nur der Anfang. Letztlich möchte er ein umfassendes Gehirn-Computer-Interface. Stellen Sie sich vor, einfach mit Ihren Gedanken ein smartes Auto zu fahren oder per Gedanken ein Videospiel zu spielen oder durch das eigene Gehirn Zugang zu allen Informationen im Internet zu haben. Stellen Sie sich vor, dass jemand Ihren Chip im Gehirn hackt und Ihre Gedanken liest, Ihre künstlichen Gliedmaßen steuert. Es ist eine erschreckende Aussicht. Und jemandem wird es voraussichtlich gelingen, das zu tun. Wir müssen also vorsichtig sein. Martin. Das ist also etwas, was sehr positiv sein kann. Und es kann sehr negativ sein. Mhm. Meinst du, dass es auf dieser Welt eine Macht gibt, die es lieben wird, dein Gehirn zu hacken? Sicher doch. Meinst du, dass es auf dieser Welt eine Macht gibt, die dich gerne umprogrammieren würde? Er versucht auf verschiedene Weise sehr stark, das zu machen. Nun gut. Gibt es auf dieser Welt eine Macht, die gern dein religiöses Denken anpassen würde? Hm? Mhm. Ja. Man kann das bei den Propaganda sehen. Okay. Elon Musk Neuralink wirft die Frage auf, wie wir moralisch Menschen in der Zukunft sein könnten. Wie moralisch werden also Menschen in der Zukunft sein? Er gab erst bekannt, dass Neuralink, ein Gehirncomputer-Interface, erstmals einem Menschen implantiert wurde. Unsere kognitiv verbesserten zukünftigen Cousins können sich uns gegenüber so verhalten wie wir gegenüber unseren Hunden. Besser befähigt, moralische Feinheiten zu verstehen, die uns wegen unserer kognitiven Unterlegenheiten entgehen. Angesichts moralischer Überlegungen sprachlos, dass es bei uns auf unserer aktuellen kognitiven Ebene einfach nicht Klick macht. Aber die Sache ist die, Nichts davon würde uns moralischer machen. Der erhöhte IQ, das genaue Gedächtnis, die bessere Wahrnehmung moralischer Bedenken, nichts davon. Der Grund dafür ist einfach: reines Verstehen der Moralität macht uns nicht moralisch besser. Ja. Ah. Martin? Martin, schlägt die Welt eine sehr seltsame Richtung ein? Oh, oh ja, ich glaube nicht, dass Menschen das noch abstreiten können. Kann der KI moralisch sein? Nein, sie kann programmiert sein, gemäß dem Programm moralisches Denken zu haben. Sie kann also eine Moralität haben, die dem Status quo der Tradition unterworfen ist. Ja, so ist es. Also kann KI entscheiden, was richtig und was falsch ist, richtig? Hm. Und man könnte sagen, dass es Moralität ist. Ja. Macht der Gott das? Genau das Gegenteil. Programmierte er dich? Ja, sicher. Ist es nicht das Schöne an Gott? Hm? Weißt du, ich wundere mich und staune immer bei dem Gedanken, dass Gott bereit war, für unsere Entscheidungsfreiheit zu sterben. Ja. Deshalb ist die Geisteshaltung Gottes den Denkweisen, die es da draußen in der Welt geben mag, völlig entgegengesetzt. Ja. Diesem Denken der Kontrollfreaks. Ja. Also es ist unvorstellbar. Ich meine, er starb dafür, dir die Entscheidung zu lassen, dass du ihn hassen kannst. Okay. Bedeutet das, dass Gott keinen moralischen Kompass hat, was richtig oder falsch ist? Natürlich nicht. Er hat einen moralischen Kompass. Und er möchte, dass man zu dem Schluss kommt, dass er der einzig logische und übernehmenswerte ist. Hm. Aber er gibt einem die Wahl, ob man ihn möchte oder nicht. Diese Entscheidung ist ein bisschen wie zwischen Hammer und Amboss zu wählen. Ja. Denn wenn man sich dagegen entscheidet, bedeutet es, dass man nicht Teil davon sein wird, mhm. aufgrund der eigenen Entscheidung. Aber wir haben das schon früher besprochen. Ja. Doch das ist alles sehr faszinierend. Wohin steuern wir also? Wir steuern auf eine Denkweise zu, die sagt, dass die menschliche Moralität sehr wichtig ist. Hm. Und es gibt eine Moralität, die wir wirklich noch auf der Welt sehen können. Wir müssen zurückkehren. Sehr gut und logisch gedacht. Außer es ist ein Haken dabei. Ja, wo es gefährlich wird. Und das bringt uns zum Thema Sabbat und der ja. Drei Engelsbotschaft. Der dritte Engel im Kontext des ersten und zweiten Engels. Und dann schließlich der laute Ruf des Engels in Offenbarung, Kapitel 18. Hm. Martin, diese Artikel sind brandaktuell. Ja. Sie sind aus dem Jahr 2024. Sie sind nicht alt. Also, dieses ganze Thema rund um die Debatte über ja. einen Ruhetag wurde wichtig. So sehr, dass es jetzt eine moralische Frage ist. Hier ist also ein Artikel von Café. Sabbat für dieses Jahr und darüber hinaus. Für dieses Jahr und darüber hinaus. Bitte beachten, dass wir nicht sagen, dass es dieses Jahr passiert. Und es fängt an, Fahrt aufzunehmen. Aber das sind Vorschläge. Ah, okay. Lass uns sehen, was dieser Artikel besagt. Den Sabbat in einer von Produktivität besessenen Kultur der Vereinigten Staaten zu halten, ist eine Praxis, die der Kultur absolut zuwiderläuft. Und sie ist völlig machbar, sogar für ganz viele beschäftigte Menschen. Pflanzt man damit eine Idee ein? Aber definitiv. Okay. Intellektuell weiß man um die Wichtigkeit von arbeitsfreier Zeit. Aber man konnte die Dinge noch nicht zusammenführen. In meiner Arbeit als Coach für Frauen im Dienst der Kirche tue ich genau das, was du denkst, dass du tun solltest, mit einem Weg zu verbinden, um wirklich die Ruhe zu schaffen, die die Seele wiederherstellt. Sabbatpraktiken zu schaffen, die beständig sind, bedeutet nicht, endlich organisierter zu werden oder herauszufinden, wie man Menschen dazu bringt, einem am freien Tag keine Textnachrichten mehr zu schreiben. Stattdessen möchte ich vier Prinzipien anbieten, die das eigene Denken verändern. Sie können sich die Sabbatruhe schaffen, die Sie brauchen, wenn Sie die Denkgewohnheiten auflösen und neu verdrahten, die Sie dazu treiben, mehr zu arbeiten, als Sie wollen. Sie sprechen da sehr allgemein über den Sabbat. Aber Dienst für die Kirche ist da schon eingeschlossen. Ja. Das wäre also dann Halten des Sonntags. Sicher. Pflanzt man da die Vorstellung ein, dass wir das tatsächlich machen sollten? Ja, definitiv. Darum geht es doch hauptsächlich. Vielleicht können wir da gleich einen Hinweis, einen Disclaimer abgeben. Viel von dem, was in diesem Artikel steht, ist sehr gut. Ja. Es ist definitiv sehr gut, aber wie wir schon sagten, der Drache hat eine Agenda. Die sich auf eine falsche Prämisse gründet: Die Autorität des Tieres gegen die Autorität Gottes. Ja, das ist so, wie du es schon angesprochen hast: Der Müll, der die Wahrheit ja. verdeckt. Und wenn man nicht den Sabbat hält, dann ist es gegen die Kultur. Ja. Eine Praxis entgegen der Kultur. Wie wir sagten, dann liebt man seine Nächsten nicht. Der 25. Januar war für mich ein Geschenk, um zu zeigen, dass die Welt sich wirklich in Richtung Sonntag bewegt. Und ich möchte doch nach Hause gehen, deshalb ein Danke an das Time Magazine, dass ihr das macht. Aber jetzt ist mir bange, dass du anfängst, das umzusetzen, was sie hier sagen. Nein, oh nein, das gehört alles zum Gesamtpaket. Sie sagten, Ruhe braucht harte Arbeit. Die Amerikaner waren lange für unseren Fleiß und Ambitionen bekannt. Und bis vor kurzem schätzten wir sogar den Wert der Ruhe. Die Puritaner hatten eine berühmte, strikte Arbeitsethik, aber sie nahmen auch ihren Sonntag sehr ernst. Hm. Unabhängig davon, Wer diese Artikel schreibt mm. und unabhängig von deren Übersetzung, ist für mich doch die Flut interessant, die da hereinströmt, damit die Menschen diese Denkweise erhalten. Schau, während der Teufel hart arbeitet, um seine Agenda voranzutreiben, wird Gottes Ziel nie verloren sein. Nein. Also, in all dem, wenn die Menschen wirklich suchen, werden sie immer noch die Wahrheit finden. Sie werden sie finden, ja, sie müssen sie finden. Denn sie zu finden ist eine Frage, bei der es um Leben oder Tod geht. Dann schreiben sie: 1842 stellte Henry David Thoreau fest, der wirklich effiziente Arbeiter wird seinen Tag nicht mit Arbeit zu schütten, sondern wird zu seiner Aufgabe durch einen großzügigen Lichtschein der Ruhe und Muße schlendern. Ein Jahrzehnt später schrieb er, Ein breiter Rand der Muße ist im Leben eines Mannes genauso schön wie in einem Buch. Industriebosse in der Zeit nach dem Bürgerkrieg stiegen nicht auf und schunden sich, so der Wirtschaftsjournalist Bertie Charles Forbes. Kein Mann befasste sich mehr aus vollem Herzen mit Sport und anderen Formen der Erholung als der Industriell Coleman Dupont, während der vielbeschäftigte Teddy Roosevelt trotz seines regen öffentlichen Lebens ungestüm in die Erholung eintrat. Gleichzeitig demokratisierten Gewerkschaftsorganisationen die Massenmedien, die Unterhaltungsindustrie und die Parkbewegung, die Freizeit. Ruhe wurde zu einem Recht, das ebenso im College-Sport wie in Spielhallen und im Arbeitsgesetz als Heiligtum verwahrt ist. Hier wird für einen Ruhetag geworben. Sie werfen das Beispiel der Sonntagsruhe ein. Genau. Mhm. Ich fand es interessant, dass der oberste Gerichtshof in den Vereinigten Staaten von Amerika die Unterscheidung zwischen Kirche und Staat verwischt hm. und dabei sagt: Wenn etwas eine säkuläre Komponente hat, ja, so ist es, dann ist es nicht nur eine religiöse Komponente und fällt deshalb nicht unter diesen Artikel, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Dann muss der Sonntag natürlich auch einen säkulären Sinn haben. Jetzt hat er ihn schon, wie man hier sieht. College, Sport, Spielhallen und den Klimawandel. Und den Klimawandel. Deswegen haben wir auf unserem Bild im Hintergrund auch einen Eisbären. Denn das wird eines der Mittel sein. Ja, eines der Mittel. Und weil es jetzt auch eine säkuläre Komponente gibt, könnte der oberste Gerichtshof, hm. wenn es dann so weit kommt, entscheiden, dass das keinen Interessenkonflikt darstellt. So ist es. Hier ein Artikel von Fox News vom 2. Januar. Zu Neujahr legt ein Pastor offen, wie man jeden Sonntag in die Kirche zurückkommt. Eine Entscheidung, die von Gebet getragen wird. Bringen wir doch einen sehr religiösen Gesichtspunkt dazu, der gemäß der Verfassung nicht Teil des Pakets sein sollte. Ja. Doch wenn es eine säkuläre Komponente hat, ja. dann kann es Teil des Pakets sein. Sehr clever. Es ist brillant. Ja. Brillant. Worum sind so viele Menschen heutzutage so zögerlich, in die Kirche zu gehen? Und sollte ich Ihnen dazu etwas sagen? Ein Pastor in Washington wirft Argumente für diejenigen in die Waagschale, die sich ein Neujahr 2024 wünschen, wieder regelmäßig in die Kirche zurückzukehren. Wann möchten Sie das? Jetzt. Sie wollen es jetzt. jetzt. Oder die Freunde oder Familienmitglieder haben, die so denken. Menschen, die sich vielleicht seit der Covid-19-Pandemie oder schon früher zurückgehalten haben. An diesem Feiertag des Jahres, so Pastor Jesse Bradley von Auburn in Washington, schätzen Menschen Gottesdienstbesuch mit anderen besonders und sind auch besonders offen dafür. An einem Gottesdienst persönlich teilzunehmen ist ideal und eine andere Erfahrung, als nur einen Gottesdienst online zu verfolgen, sagte Bradley. Die Kirche ist ein Ort, wo es Gastfreundschaft, Wahrheit, Inspiration und auch eine Gelegenheit geben sollte, anderen zu dienen und seine Talente einzubringen. Im Grunde sagt er damit, bitte mach doch den Sonntag für alle zugänglich. Ja, deshalb sage ich ja auch, diese Leute meinen es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich aufrichtig. Und an einigem ist ja etwas Wahres dran. Wurde ihm eine Plattform eingeräumt? Natürlich. Fox News. Fox News räumt ihm eine Plattform ein. Liegt es im Interesse von Fox News, diesen Punkt zu pushen? Ja. Denn sind Evangelikalen nicht Teil der Wählergruppe, die mitmacht, um diesem Tsunami, der gerade heranbraust, loszuwerden? Ja. Ja, okay. so ja hier wird also dem Paket noch etwas hinzugefügt. Hier ist ein Artikel von der Washington Post vom 23. Januar 2024. Warum kommen all diese Artikel ganz plötzlich im gleichen Monat? Ja. Zu Beginn des Jahres 2024? Versteht mich nicht falsch, wir setzen da keine Zeit. Wir sagen nicht, es wird 2024 oh nein. passieren. Nein, aber es soll einem einfach zeigen, dass an verschiedenen Stellen in der Washington Post, bei Fox News, Fox News. Time Magazine, Aha. bei allen. Jeden Freitag schließe ich so um den Sonnenuntergang meinen Laptop. Für 24 Stunden ist meine Arbeit getan. Keine E-Mails, keine Nachrichten. Diese Person hält sogar den wahren Sabbat. Am Freitagabend ja. hört er mit dem Arbeiten auf. Für mich sind die gegensätzlichen Widersprüche einfach erstaunlich. Aber es wird auch für den Sonntag umschwenken, standardmäßig. So ist es, Projekt 2025. Ja, im Projekt 2025 heißt es, standardmäßig wird es Sonntag sein, nicht notwendigerweise, gleich nein, nein. zu Anfang. Jeder soll seinen Sabbat halten, je nach eigener Überzeugung. Keine sozialen Medien, wenn es mit der Arbeit zu tun hat, wartet es eben. Seit Jahrtausenden haben Religionen diese Rituale Ruhe als spirituelle Notwendigkeit angesehen. Sogar der Klerus argumentiert jetzt, dass diese Praktik, ob in einem säkulären oder religiösen Kontext, die Gesellschaften der Welt vom katastrophalen Klimawandel wegführen kann. Und da liegt das Problem. Jetzt hat man einen säkulären Grund, warum der Sonntag im Gesetz verankert werden kann. Martin, das ist unglaublich. Alles in einem Monat. Da gibt es eine Agenda. Ach übrigens. Gehören all diese Nachrichtenanbieter bestimmt Individuen und sind diese Individuen gesteuert? Ich würde eine weitere Frage stellen. Können wir einen Artikel schreiben und würden Sie den da reinsetzen? Ich bezweifle, dass Sie das machen. Vielleicht in der Zukunft, um uns zu verdammen. Oh ja. Okay. Nun, nur aus diesem Grund. Wir haben schon verschiedene Male gezeigt, dass die einzelnen Nachrichtenagenturen Wort für Wort das Gleiche wiederholen. Mhm. Das klingt nach synchronisiertem Denken. Wollen Sie nicht einen synchronisierten Ruhetag? Aber sicher. Das ist das neue Schlagwort: Ein synchronisierter Ruhetag. Sie wollen nicht irgendeinen Ruhetag, sondern einen synchronisierten. Denn dann kommt die Familie zusammen. Das ist gut für die Familie. Ja. Es hat einen religiösen Unterton. Denn man kann zur Kirche gehen, aber wenn es gut für die Familie ist, ist das ein säkulärer Grund. Und wieder das Klima, wie du sagtest. Man hat all das auch, die Familie und das Klima. Wir müssen es nicht alles lesen. Nein, ich finde es nur interessant, dass es auch das sagt, was wir sagen: nämlich, dass das Halten des Sonntages in Laudato Si eingeschlossen ist. Vielleicht kannst du nur diesen Abschnitt lesen. Gut, es ist interessant, dass es heißt, der Sabbat ist der Tag, an dem wir die Kunst lernen, die Zivilisation zu überflügeln. Papst Franziskus argumentierte in seiner Enzyklika Laudato Si von 2016 über das Sorgen für die Welt der Natur, fast genau gleich mit dem Sonntag der Christenheit. Nicht zu ruhen ist nicht schlecht für die Seele, so sagt er, sondern es ist auch schlecht für die Erde. Es ist eine brillante Strategie, ja. aber es ist täuschend und gründet sich auf eine Lüge. Martin, im Licht all dieser Artikel, die alle in diesem sehr prominenten Nachrichtenmedien herauskommen, denkst du, dass es dafür die katholische Kirche angemessen wäre, auch ihren Senf zu den Argumenten dazu zu geben? Ja, sicher doch. Sie beanspruchen den Sonntag für sich. Da ist es doch klar, dass Sie etwas dazu sagen müssen. Okay. Es ist interessant, dass es am 30. Januar 2024 die Catholic News Agency mit diesem Artikel daherkam. Der Sabbat oder der Tag des Herrn, worin ein uraltes Argument wiederbelebt wird und lahme Argumente geliefert werden, die leicht widerlegt werden können. Indem man einfach die Bibel liest. Lass es uns dennoch durchgehen. Kürzlich erhielten wir ein Büchlein mit dem Titel Was steckt hinter der neuen Weltordnung? Das zugibt, ein Auszug aus dem Buch Will America Survive zu sein, das ursprünglich vor 100 Jahren unter dem Titel Der große Kampf veröffentlicht worden war. Martin, wird das Thema der Sonntagsfeier ins Licht gerückt werden? to become prominent nun man kann sehen wie es schon hervorgehoben wird und wird die position der sieben -Tags mm -hmm. in völlige entgegengesetzte position zur ansicht der welt gestellt werden hundertprozentig und gegen die durch den geist der weissagen verursachte erschütterung die ans Tageslicht bringt, wer das Tier ist und was das Malzeichen des Tieres ist, wird gehetzt werden. Wir sehen das noch. Ja, das haben wir. Das Buch Der große Kampf sollte, wie ich glaube, von jedem in der Welt gelesen werden. Ja. Dieses Buch wurde von E.G. White geschrieben, der Gründerin der Sieben-Tags-Adventisten. Adventist. Wird diese Denomination deutlich hervorgehoben? Sicher doch. Herausgegriffen. Und sie stehen dabei gegen wen? Gegen das Tier. Gegen den römischen Katholizismus. Und nicht nur wir sagen das, dass sie das Tier sind. Lass uns die Leute daran erinnern, dass die ganze protestantische Welt vor dieser modernen Ära glaubt, dass das römisch-katholische System das Tier ist. Ja. Es ist absolut biblisch, dass es das Tier ist. Ja. Es behauptet, dass die katholische Kirche hinter der neuen Weltordnung steht. Das Büchlein behauptet, dass das stimmt, weil die katholische Kirche das Tier aus Offenbarung Kapitel 17 ist. Laut dem Buch ist ein Mahlzeichen des Tieres, den Sabbat nicht am Samstag zu halten. Vielleicht können wir hier innehalten. Das sagt dieses Büchlein nicht. Der große Kampf macht es sehr deutlich, dass es nicht, wie hier formuliert, ein Malzeichen des Tieres ist. Nein, lass es uns ganz deutlich machen. Das Malzeichen des Tieres ist der Sonntag. Das Halten des Sonntags. Ja, nicht nur, dass man den Sabbat nicht am Samstag hält. Ja, denn sonst könnte es jeder x-beliebige Tag sein. Das Malzeichen des Tieres ist der Sonntag. Es wird behauptet, dass die Kirche und der römische Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert den Sabbat durch den heidnischen Tag der Sonne ersetzt haben. Martin, Ihre eigenen Dokumente sagen das. Ja. Das heißt, Sonntag. Es ist wohl wahr, dass das Alte Testament vom siebten Tag spricht, aber das dem Samstag zuschreibt, ist hebräische Tradition. Nein. Es ist also ein jüdischer Sabbat, richtig? Aber wir hatten ihn bei der Schöpfung. Martin, wenn man einfach in einem Wörterbuch nachschaut, dann sieht man, dass der Samstag der siebte Tag der Woche ist. Nun, das ist nur so, wenn man sich die guten Wörterbücher ansieht. Denn wir zeigten schon, dass einige Moderne sogar das geändert haben. Gut, die Modernen ändern das, aber. Wenn man sich beispielsweise Sprachen betrachtet, ja. ist es ziemlich klar, dass in vielen Sprachen der Sabbat der Samstag ist. So ist das. Und ähnlich heißt Sabado. Nimmt man Deutsch, dann ist die Mitte der Woche Mittwoch. Die Mitte der Woche ja. ist der Mittwoch. Mittwoch. Mitte der Woche. Dann ist leider der Samstag der siebte Tag Sabbat. Das Argument steht auf tönernden Füßen, es ist ein lahmes Argument. Als Christen müssen wir das im Licht des Neuen Testaments und den Lehren Christi betrachten. Wenn das ein Mahlzeichen des Tieres ist, dann tragen auch fast alle Kirchen heute das Zeichen. Hm. Halten wir hier inne. Nur wenn man mit Gewalt und durch Gesetze vor die Wahl gestellt wird, und man das Mahlzeichen des Tieres anstelle des Mahlzeichen Gottes wählt, des Siegelgottes, was der Sabbat ist, dann erhält man das Malzeichen des Tieres. Und ja, sie haben recht. Die ganze Christenheit folgt ihrer Führung, und sie müssen gewarnt werden. Darum geht es ja in der Dreieingelsbotschaft. In Wirklichkeit bestätigen sie, dass die Bibel sagt und die ganze Welt staunt dem Tier hinterher. Richtig. Es ist ironisch, dass Jesus und seine Jünger von den Pharisäern wegen des Sabbats schikaniert wurden. Jesus sprach sich gegen das gnadenlose Beobachten des Sabbats der Pharisäer aus. Jesus verteidigte sich und seine Jünger auch diesbezüglich, indem er sagte und er sprach zu ihnen. Das Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbat willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Nun, die Lächerlichkeit dieses Arguments ist, dass diese Leute ihren Sonntag erzwingen wollen, aber sagen gleichzeitig, dass die Urväter Regeln für einen bestimmten Tag erzwungen haben. Ja. Nun, Jesus sprach aber gegen ihre Traditionen, ja. die sie hinzugefügt hatten. Man durfte nicht weiter als 1000 Meter, 1000 Schritte gehen. Man durfte kein Ei essen, das am Sabbat gelegt worden war. Sie hatten tausend dieser unsinnigen Regeln. Und Jesus zeigte, dass ihre Traditionen wirkungslos waren. Das stimmt. Ja, so wie er gemeint war. Ja, so wie er gedacht war. Auch dieses Argument ist wieder ein lahmes Argument. Sie fahren fort: Es ist wahr, dass die katholische Kirche durch die Autorität Christi den hebräischen Sabbat, Samstag, mit dem Tag des Herrn, Sonntag, ersetzt. Das ist eine unverschämte Lüge. Genau genommen ist es Gotteslästerung. Denn den Vers, den sie vorher zitierten, besagt: Jesus ist der Herr des Sabbats. Ja. Und hier sagen Sie, aber Jesus gab ihnen die Autorität, ihn auf den Sonntag zu verlegen. Wo gab er ihnen diese Autorität? Gab er sie ihnen, als er sagte, dass kein Buchstabe und kein Strichlein vom Gesetz vergehen wird, bis hin und Erde vergangen sind? Oder als er ihnen sagte, betet, dass eure Flucht nicht am Sabbat ist? Richtig. Und was ist mit den Jüngern, die am Sabbat ruten, wie das Gesetz es sagt, und sehr früh am ersten Tag wieder losgingen, um mit dem Gewürzen den Leib Christi zu salben? Die Argument ist lahm, nichtig und rundheraus eine Lüge. Hm. Sie hielten keinerlei derartige Autorität. Ganz im Gegenteil, sie werden von der Schrift verdammt, wenn sie sich am Gesetz Gottes vergreifen. Jedoch geschah das sehr früh, lange vor der Zeit des Kaisers Konstantin im 4. Jahrhundert. Für Christen geschahen zwei wichtige Ereignisse am Sonntag. Erstens geschah die Auferstehung Christi am Ostersonntag. Zweitens kam der Heilige Geist am Pfingstsonntag auf die Kirche. Auch nach seiner Auferstehung erschien Jesus den Aposteln zweimal, jedes Mal am Sonntag. Infolgedessen wurde der Sonntag für die Christen als der Tag des Herrn bekannt. Mit Verlaub, aber das einzige Mal, wenn die Bibel im Kontext eines bestimmten Tags vom Tag des Herrn spricht, ist es im Buch Jesaja, dort, wo über den Sabbat gesprochen wird, den heiligen Tag des Herrn ehrenwert zu nennen. Wenn Sie sich auf den Tag des Herrn in Offenbarung beziehen, sagt Johannes dort, dass er am Tag des Herrn eine Vision hatte. Aber er sagte nicht, welcher Tag es war. Sie behaupten, dass der Tag des Herrn ein Sonntag war. Ohne eine einzige ja. Verfügung der Bibel, das zu tun. Ganz genau. Stimmt. Auch hier sind sie wieder nicht im Einklang mit der Schrift. Das Büchlein behauptet, dass es in der Bibel keinen Beweis für den Wechsel zum Sonntag gibt. Jedoch im vierten Jahrhundert zitierte Sankt Johannes... Christus Thomas, Apostelgeschichte 20, Vers 7 als Zeugnis dafür. Also jetzt wurde Sankt Johannes zur Autorität. Entschuldigung? Nicht die Bibel. Ja, er wurde die Autorität, nicht das Wort Gottes. Laut diesem Vers in der Bibel versammelten sich zumindest einige der Jünger am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, um das Mahl des Herrn zu feiern. Das ist lächerlich. Sie kamen zusammen, um das Brot zu brechen. An anderer Stelle heißt es, dass sie jeden Tag zusammenkamen, um das Brot zu brechen. Sie aßen zusammen, sie hatten einfach ein gemeinsames Essen. Das hat nichts mit ihrer Eucharistiefeier zu tun, die übrigens heidnisch ist. Denn ihre runde Waffel ist ein Symbol für Baal, den der Sonnengott. Sonne. Als sie am ersten Tag der Woche versammelt waren, um das Brot zu brechen, redete Paulus zu ihnen Apostelgeschichte 20, Vers 7. Sie wenden den Vers falsch an. Ja, Sankt Johannes sagte, nein, das kann man verwenden, um zu zeigen, dass es auf den Sonntag verschoben wurde. Ja, es lässt sich interessanterweise festhalten, dass der heilige Paulus eine Woche mit der Gemeinschaft, eine Woche in Traus verbracht hatte. Hier wurde das einzige Mal darüber berichtet, dass er das Brotbrechen mit ihnen feierte. Schon im Alten Testament drückte Gott seine Enttäuschung über den hebräischen Sabbat aus. Im Neuen Testament schreibt er, »Heilige Paulus, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate.« Bei dem, was sie hier sagen, ist etwas grundverkehrt. Es stimmt, dass es hier um Sabbate, aber das sollte kleingeschrieben werden. Also Sabbate. Hm. Denn im Text bezieht es sich auf zeremonielle Sabbate, die nichts mit dem Sabbat zu tun haben. Mit den wöchentlichen Sabbat. Neue Übersetzungen machen daraus den Sabbat in der Einzahl, was eine unverfrorene Lüge und erneut eine Verdrehung ist. Sie gründen also ihre Fakten auf Interpretationen von Handschriften, die falsch sind. Nochmals zum Schatten. Das Moralgesetz der zehn Gebote war niemals ein Schatten. Nein, sie waren nie ein Schatten von zukünftigen Dingen. Der Sabbat weist zurück zur Schöpfung. Hm. Nicht auf den Dienst Christi, wie es die Schattengesetze taten. Gemäß diesen Versen sind die hebräische Ernährung, Festtage und Sabbate für Christen nicht länger verpflichtend, was völliger Unsinn ist, denn das Moralgesetz sagt nichts über Ernährung. Nur das Zeremonialgesetz sagt etwas über Ernährung. Hier haben wir so ein informatives Geschwafel und so eine Verdrehung der Schrift. Wenn man wissen möchte, was die Bibel sagt, dann muss man es so lesen, wie es dasteht. Das war nur eine Vorschattung der Dinge, die in Christus kommen sollten. Jetzt ist der Fokus Christus. An anderer Stelle sagte der heilige Paulus den Korinthern, dass sie der Kirche jeden Sonntag Geld spenden sollten. Das wäre eine merkwürdige Forderung, wenn Christen sich am Samstag versammelt hätten. Auch hier legten sie das, was die Schrift sagt, wieder falsch aus. Genauso wie sie das Geschehen in Traus falsch interpretierten. Ja. In Traus kamen sie am ersten Tag der Woche zusammen. Die Bibel sagt, dass viele Lichter im Saal angezündet waren. Es war also Abend. Mhm. Das bedeutet, dass es die Zeit war, nachdem der Sabbat ja, zu Ende Samstag gegangen war. Warum machte er das? Weil sie den Sabbat hielten. Und sie hatten ihr Treffen darüber, was noch geschehen sollte am ersten Tag der Woche. Das heißt, sie kamen nach dem Sabbat zusammen. Am Samstagabend. Am Samstagabend, um Sachen zu besprechen. Deswegen gab es Lichter im Raum. Deshalb war auch der arme Eutychus müde, weil es Abend war. Und deshalb predigte Paulus bis zum Morgen. Ja, er predigte bis zum Morgen. Ja, das war Sonntagmorgen. Dann begab er sich auf eine lange Reise. Das war sie hielten also niemals den Sonntag. Das ist absolut lächerlich. Stimmt. Und hier ist es genauso. Paulus wollte nicht, dass sie am Sabbat ihren Zehnten ausrechneten, womit er in Wirklichkeit den Sabbat erhebt. Richtig, er sagt ihnen, berechnet das und legt das Geld an einem Sonntag beiseite. Und wenn ich komme, werde ich es von euch einsammeln. Das war überhaupt keine Kirchenversammlung. Er sagt ihnen, die zehnten Gelder am ersten Tag der Woche beiseite zu legen. Stellen wir uns das Szenario vor. Man kommt am Freitag seinen Wochenlohn vor dem Sabbat. Macht euch keinen Kopf, die Sachen auszurechnen und so die Heiligkeit des Sabbats zu zerstören. Macht ihr eure Berechnungen nach dem Sabbat. Legt das Geld zur Seite. Es ist kein Gottesdienst. Wenn ich wiederkomme, werde ich es einsammeln und es den Jüngern zum Verteilen geben. So lief das ab. Jedes von ihnen gebrauchte Argument steht im Widerspruch zu dem, was die Bibel in Wirklichkeit sagt. Die Frage ist folgende: Argumentieren Sie zugunsten des Sonntags? Hundertprozentig. Überall, die ganze Zeit, sie rechtfertigen, warum der Sonntag wichtig ist. Wobei sie das auf unbiblische Prinzipien gründen. Halte mir ja nur meine Sabbate. Das Alte Testament lag also völlig falsch, wenn es über den Sabbat sprach, und Gott war so unglücklich mit dem Sabbat, dass er ihn in den Sonntag veränderte. Ja, man kann das zu Beginn dieses Artikels hier lesen. Gott drückte seine Enttäuschung über den hebräischen Sabbat aus. Es ist so erbärmlich, dass man das wirklich aufdecken muss. Lesen wir weiter. Wenn der Samstag wirklich in Stein eingegraben wäre, dann wäre es seltsam, von einem anderen Tag zu sprechen. Laut Offenbarung 1, Vers 10 war der heilige Johannes im Geist am Tag des Herrn. Das ist die einzige Stelle, an der diese Formulierung der Tag des Herrn auftaucht. Sorry, das ist wieder falsch. Es kommt in Jesaja vor, wo vom samstäglichen Sabbat als dem Tag des Herrn gesprochen wird. Schau, das, was Sie oben ansprechen, ist Jesaja 1,13, wo der Herr seine Enttäuschung über den hebräischen Sabbat ausdrückte. Das Wesentliche des dritten Gebots. Wieder falsch. Der Sabbat ist das vierte Gebot. Ganz genau. Sie entfernten das zweite Gebot, weil sie ihre Götzen in ihren Kirchen haben wollen. Und sie wollen sich von ihren Statuen niederbeugen. Wieder haben sie beim Gebot einen Fehler gemacht. Der Sabbat ist das vierte Gebot. Das Wesentliche ja. ist, dass wir einen Tag in der Woche für den Herrn heilig halten. Warum argumentieren sie dann überhaupt für den Sonntag? Dann wäre doch jeder Tag recht. Ja, warum dann dieser Disput? Dann wäre doch der Samstag okay. Aber sie klagen dich an, dass du den siebten Tag halten willst, während sie aber schuldig sind, weil sie den Sonntag erzwingen wollen. Aber besonders das Halten des Samstags hm. als diesen Tag ist nur zeremoniell. Martin, warum platzierte Gott den Sabbat ins Moralgesetz in die Bundeslade? Warum machte er das so, wenn es doch nur zeremoniell war? Das zeremonialgesetz wurde außerhalb der Bundeslade hingelegt. Ja, die Sabbate. und das zeremonialgesetz wurde in Christus erfüllt. Deshalb werden sie nicht länger buchstäblich gehalten. Hm. Das ist eine totale Verdrehung, die in die Irre geführt. Es ist eine falsche Prämisse. Das sind falsche Führer, falsche Lehrer. Sie sind Wölfe im Schafpelz. Aber die Mehrheit der Christenheit hat die gleichen Argumente zum Sonntag. Ja, sie gebrauchen die gleichen Argumente. Und woher haben sie diese erhalten? Sie erhielten sie von der römisch-katholischen Kirche. So wie die Taufe für Christen die Beschneidung ersetzt, so ersetzt nun der Sonntag den Samstag. Wo steht das in der Schrift? Nein, das ist Tradition. Die Tradition sagt das. Das Beobachten des Tages des Herrn ist nicht ein Malzeichen des Tieres, sondern das Zeichen, dass man ein Christ ist. Mhm. Nein, es ist das Mahlzeichen des Tieres. Es ist eine römisch-katholische Einrichtung. Und in anderen Artikeln sagen sie ganz offen, dass die Protestanten kein Argument für ihr Halten des Sonntags haben. Es gründet sich nur auf ein Gesetz der katholischen Kirche. Ihre eigenen Schriften verdammen sie. Und hier wollen sie es scheinheilig drehen und wenden und die Menschen anlügen. Die ja. Lügner werden alle draußen sein. Martin, es gibt diesen massiven Schub, um die Menschen zur Ruhe zurückzubringen. Entweder aus einem säkulären Grund oder auch aus diesem religiösen Grund. Und sie wollen sie zurück in die Kirche bekommen, weil sie die Moralität mhm. wieder ins System zurückhaben wollen. Hier ist ein weiterer Artikel vom Januar, der dieses Jahr herauskam. Hier wird argumentiert, warum man den Gottesdienst an diesem Sonntag persönlich besuchen sollte. Sie sagen, Tauchen Sie auf, um aufzurütteln. Versammeln Sie sich, um ihn zum letzten Tag zu machen. Versammeln Sie sich, um die Verlorenen zu evangelisieren. Versammeln Sie sich, um Gottes Ruhm dem Universum zu zeigen. Versammeln Sie sich, um Christus zu verkündigen und sein Volk zuzurüsten. Wir wollen, dass ihr persönlich dort seid. Wird für den Sonntag geworben? Es ist ein Schub aus allen Richtungen. Wir steuern also auf etwas zu, richtig? Mhm. Ein weiterer Artikel vom Januar. Es ist es nicht erstaunlich, dass sie alle im Januar herauskommen, so als ob 2024 ein vorbereitendes Jahr sein müsse, um diese Dinge zurück ins System zu bekommen? Ja. Sabbat für die ganze Schöpfung. Der Sabbat hat ein Imageproblem. Heute vermittelt der Sabbat überwiegend negative Vorstellungen. Tut das nicht, besonders wenn es unterhaltsam ist. Wie weit weg ist das von Gottes Plänen für den Sabbat? Es sollte eine freudige Feier sein, dass die ganze Schöpfung sehr gut ist. Lass uns also die Schöpfung mit dem Sabbat verknüpfen, was sehr korrekt ist. Schau, wie ich es sagte: einige der Punkte sind sehr gut. Ja, die Punkte sind gut, aber der Tag ist falsch. Ja, der Tag ist falsch. Und dann kann man die totale Fälschung sehen. Und Sie sagen, dass es ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit ist. Mhm. Jesus' Auferstehung, das gleiche Argument. Dann geht es zum Sonntag. Ja, dann bewegt es sich zum Sonntag. Lass uns also den Sonntag Die halten. Sache ist folgende: Aus der Schöpfung kommt der wahre Sabbat. Jetzt will man wegen des Klimawandels diese falsche Sache wiederherstellen, ja. den Sonntag. Man hat Geschwafel. Man hat eine Lüge, die an eine Wahrheit angehängt wurde. Hier haben wir einen Artikel von Eternity, der Ende Dezember 2023 herauskam. Da heißt es: Sabbat als etwas Wiederherstellendes oder Neu zu Erzählendes. Nun, was sie damit sagen wollen, ist: Lasst uns den Sabbat eine neue Geschichte geben. Ja. Verpassen wir ihm ein neues Gesicht. Macht ihn wieder attraktiv. Macht ihn attraktiv. Das Problem am Sabbat ist nicht, dass er es nicht schafft, wiederherzustellen, sondern dass viele nicht einen von sieben Tagen frei nehmen und so auf längere Sicht an ihrer bahnhaften Überzeugung leiden, dass ihre Arbeit ohne sie nie vorankommen würde. Für Christen. Ist der erste Tag der Woche der Sonntag, Martin? Bist du ein Christ? Ja. Was sagt das Sabbatgebot? Das vierte Gebot sagt, der siebente Tag. Ist das nicht das dritte Gebot? Nicht laut der Bibel. Gut. Gemäß der Bibel besagt das vierte Gebot: Gedenke des sabbat welches der siebente Tag ist. Okay. Und im Neuen Testament steht, dass die Jünger gemäß dem Gebot ruhten, richtig? und selig sind die seine gebote tun. und jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das gesetz oder die propheten aufzulösen. auch nicht ein buchstabe oder ein strichlen vom gesetz wird vergehen. und er warnt, wer eines der geringsten dieser gebote auflöst, wird verdammt. Ja. stimmt's? ist es aber jetzt das geringste der gebote? oder ist es das wichtigste? Ja. denn es zeigt einem, wessen autorität hinter dem gesetz steht. Interessante Sachen. Denk einmal darüber nach. Schau dir diese Argumente an, sehr faszinierend. Wir nehmen uns den ersten Tag der Woche als Ruhetag. Weiß diese Person, dass der Sonntag der erste Tag ist? Ja. Das klingt seltsam, nicht wahr? Sicher sollen wir uns den letzten Tag frei nehmen, wenn wir erschöpft und fertig sind. Wenn wir genug gearbeitet haben, um uns eine Pause zu verdienen. Ah, aber das Halten des sonntäglichen Sabbats drängt in eine andere Richtung. Man bekommt das Geschenk eines Tages, bevor man sich irgendetwas verdient hat. Und dieser Tag ist der Auferstehungstag. Wie verwirrt kann man sein? Das stimmt. Wenn man ersten Mose liest, was war der Grund dafür, dass man den Sabbat hatte? An den vollendeten Werken Gottes teilzuhaben, um mit ihm zu ruhen. Das haben sie völlig umgedreht. Ja, sie verdrehen das völlig um. Wenn man in Gott ruht, schließt das dann Gerechtigkeit aus Glauben mit ein, weil ja. man von seinen Anstrengungen ablässt, sich abzumühen, in den Himmel zu kommen. Man hält also das Gesetz nicht als Mittel zur Erlösung, sondern wenn man ihn liebt, ist das die Konsequenz daraus. Das hier ist böse. Es ist eine solche Verdrehung. Und es klingt so gut. Es hört sich so gut an. Aber es ist auf eine Weise verpackt, die verführen soll. Schau, das Problem ist, dass das so gut klingt, dass sogar wenn wir das besprechen und sagen, dass es verdreht ist und all das, kommen Leute noch daher und sagen einem, du bist ein Feind. Du bist ein Feind. Warum bist du nur so? Die Leute meinen es gut. Sie lieben Gott. Akzeptiere es doch. Lass sie doch sein. Stimmt. Noch ein Artikel vom 7. Januar. Ich weiß, dass wir den Punkt ziemlich strapazieren. Doch zeigen sie es. kommen alle diesen Jahr im Januar heraus. Gott schuf die Welt hm. in sechs Tagen und er ruhte am siebten Tag. Es war der siebte Tag, den er heiligte. Warum gedenken Sie denn dann nicht? Ja, warum nicht? Das ist eine Umkehrung der Werte der Amerikaner. Wir schätzen Arbeit hoch, obwohl wir uns darüber beschweren. Und wir sehen Ruhe als eine verpasste Gelegenheit zur Arbeit an. Gott nannte den siebten Tag Sabbat, den Tag, den er heiligte. Der heilige Tag war der Tag, an dem sein Volk ruhte. Martin, warum glauben Sie das nicht? Er war so auf den Schutz dieses Tages bedacht, dass er dessen Verletzung mit dem Tod bestrafen ließ. Ich habe es begriffen. Der Sabbat war ein Teil des jüdischen Zeremonialgesetzes. Da schießt er sich doch ins Knie. Während er als Ruhetag bestimmt war, war er als Sabbat für den Herrn gedacht. Es ist traurig, dass Gott seinen Ruhetag für die Israeliten gesetzlich festlegen musste, aber er weiß, wie wir Menschen sind. Sie sind keine Juden. Sie leben eher unter dem Testament als unter dem Bund. Aber sie müssen die Weisheit in der Ruhe sehen, völlig verdreht. Schau, das Problem ist, dass die Leute hm, verloren sind. Sie haben keinen Anker. Ja, man muss sich das alles ausdenken, nur um sich nicht genau an das halten zu müssen, was das Wort bezüglich des Sabbathaltens am siebenten Tag sagt. Lass uns diesen letzten Satz ansehen. Das ist sehr interessant, wie die Leute argumentieren und denken. Sie haben keinen Bund. Nein. Der Bund war für die Juden. Aber ich dachte, dass der Herr einen neuen Bund schließen würde. Und dieser Bund bestand darin, das Gesetz ins Herz zu schreiben. Ins Herz. Ist das Gesetz jetzt weg? Nein, ist der Bund verschwunden? Nein, der einzige Unterschied zum Alten Testament ist der dass es ein System der Werke wurde, um Verdienst zu erhalten. Es war eine falsche Denkweise. Gott wollte das Denken richtigstellen. Und er sagte, ich werde das gleiche Gesetz, das ihr als Mittel zur Erlösung haltet, ich werde es in euer Herz schreiben, dass ihr es aus Dankbarkeit wegen der Erlösung haltet. Das war der Unterschied. Aber ja. es wird völlig umgedreht. Martin, lass uns hier zum Punkt kommen. Es gibt eine massive Agitation, ja. um den Sonntag einzuführen. Richtig? Und der Druck ist groß. Die Argumente liegen auf dem Tisch. Die römisch-katholische Kirche trat mit ihrem Artikel auch hinzu, worin der Sonntag verteidigt und die sieben Tags-Aventisten als Gegner dieser Idee aufgezeigt wurden. Ja. Liegt es auf dem Tisch? Aller Öffentlichkeit. Im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Nun, wenn der Druck wächst und die Regierung anfängt, Gesetze zu machen, und wie dieser holländische Gentleman sagte, wenn ihr unsere säkulären Gesetze verneint, Säkularen. anhand eures angeblichen Standards, ob das jetzt der Koran ist, die Bibel erwähnt er ja nicht, aber es könnte diesen Weg nehmen. Das säkuläre Gesetz besteht. Dann wird jeder, der den Wahren Sabbat halten will, mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Richtig? Ist es möglich, hm. dass die Kirchen, sogar die, die den Sabbat verteidigen, wie etwa die Sieben-Tags-Baptisten oder die Sieben tags Adventisten, dass sie unter enormen Druck geraten könnten? Oh, sicher doch. Das muss so sein. Was geschah das letzte Mal, als die Regierungen Druck ausübten, um das Gewissen zu verletzen? Stellten sie sich auf die Seite der Regierung oder auf die der Gewissensfreiheit? Auf die der Gewissensfreiheit. Ist das nicht eine sehr traurige Angelegenheit? Meinst du, das wird wieder passieren? Ja, das wird es. Und es wird auch Verfolgung hervorrufen. Denkst du, dass sogar in unseren eigenen Reihen viele auf den Sonntagszug aufspringen werden, um ihre Haut zu retten? Ich bin mir sicher, denn das Problem ist ja, dass die Verkleidung so gut sein wird, wie wir es in diesem Artikel gezeigt haben, dass sie aufstehen und sagen werden: Du musst einfach diese Brüder lieben. Gut. Im Geist der Weissagung haben wir einige Ratschläge, wie wir damit umgehen sollen. Es heißt hier ein weißer Kurs, der befolgt werden sollte. Die Missachtung. Der Sonntagsgesetze würde die religiösen Fanatiker nur noch in ihrem Verfolgungswahn bestärken. Gebt ihnen keine Gelegenheit, euch Gesetzesbrecher zu nennen. Wenn ihnen nur die Menschen zum Gängeln bleiben, die weder Gott noch Menschen fürchten, dann wird dieses Gängeln bald seinen Reiz verlieren. Und sie werden sehen, dass es für sie weder sinnvoll noch bequem ist, strikt in Bezug auf das Einhalten des Sonntags zu sein. Okay? Also so wird es anfangen. Sie werden den Sonntag zu einem Ruhetag machen. Martin, ist irgendetwas falsch daran, Gott an einem Sonntag anzubeten? Nein. Nur weil ein Sabbat in der Bibel steht? Nein. Nein. Ich kann ihn an jedem Tag anbeten. Aber Sicher. der heilige Ruhetag ist am Samstag. So ist es. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht. Der Sabbat ist also am Samstag. Da solltet ihr keine Arbeit tun. Das ist ein Gesetz Gottes. Der Sonntag ist einfach ein normaler, säkulärer Tag, der von der katholischen ja. Kirche heilig gemacht wurde. Und Sie sagen einem, man soll Sonntag halten. Nein. Ich habe kein Problem damit, am Sonntag nicht zu arbeiten, wenn Sie das wollen. Solange Sie mich nicht zwingen, den siebten Tag des Gebots durch Arbeit am Samstag zu verletzen. Hm. Während es schon Sonntagsgesetze gibt, aber noch keine Gesetze gegen den Sabbat. Hm. Sollte das doch in Ordnung sein? Das zu tun, was der Geist der Weissagung hier sagt. Genau. Doch ich habe dazu eine Frage. Was ist mit erzwungener Beobachtung des Sonntags? Sunday observance. Nun, Martin, wenn Sie uns zwingen, Gott anzubeten und an einem Sonntag in die Kirche zu gehen, dann feiern wir auch am Sonntag einen Gottesdienst. Lies mal, was hier steht. Ich stimme zu. Macht einfach mit eurer Missionsarbeit weiter. Mit der Bibel in euren Händen. Und der Feind wird sehen, dass er seiner eigenen Sache geschadet hat. Man erhält nicht das Mahlzeichen des Tieres, wenn man zeigt, dass man die Weisheit besitzt, Friede zu halten und Abstand nimmt von Anstoß mhm. erregender Arbeit. Und gleichzeitig ein Werk von größter Wichtigkeit tut. Wenn wir den Sonntag der Missionsarbeit weihen, wird den tyrannischen Eiferern die Peitsche aus der Hand genommen, denen es gut gefallen würde, sieben Tagsappetisten zu demütigen. Wenn Sie sehen, dass wir uns am Samstag damit beschäftigen, Menschen zu besuchen und ihnen die Schrift zu eröffnen, dann werden Sie wissen, dass es nutzlos ist, zu versuchen, unser Werk durch Sonntagsgesetze zu behindern. Der Sonntag kann durchaus für die verschiedensten Arbeiten genutzt werden, durch die viel für Gott erreicht werden kann. Es können an diesem Tag Versammlungen im Freien oder Treffen zu Hause abgehalten werden. Das ist fast wie in die Kirche gehen, oder? Es ist dasselbe. Man kann von Haus zu Haus gehen. Wer schreibt, kann diesen Tag zum Verfassen seiner Artikel verwenden. Wo immer es möglich ist, haltet religiöse Vereinstellungen am Sonntag. Nun, Martin. Sagt es hier, das Sabbatgebot zu verletzen? Das möchte ich wiederholen oder hervorheben. Das sagt nicht, okay, richtet euch nach Ihren Plänen, wenn Sie euch sagen, dass ihr den Sabbat nicht halten könnt. Nehmen wir an, man hat einen konformen Adventisten oder sogar jemanden aus der Leitung, der sagt, aber sie sagte doch, dass wir auf den Sonntag umschwenken können. Könnten Sie das verdrehen und das sagen? Ja, ich bin mir sicher, dass Sie das, das machen Ich bin auch werden. sicher, dass Sie das machen werden. Sie taten es bei der letzten Krise schon ziemlich gut. Sie könnten es bei dieser Krise genauso gut tun. Ich sage nicht alle von Ihnen. Nein, aber ich bin mir sicher, dass wir diese Artikel erneut sehen ja. werden. Gestalte diese Versammlung sehr interessant. Singt echte Erwackungslieder und sprecht mit Macht und Gewissheit von der Liebe unseres Heilands. Sprecht über christliche Mäßigkeit und wahre religiöse Erfahrung. Lasst die Lehrer an unseren Schulen den Sonntag der Missionsarbeit widmen. Ich wurde angewiesen, dass sie es ihnen so möglich wäre, die Absicht des Feindes zunichte zu machen. Lass die Lehrer, die Schüler mitnehmen, um für jene Treffen abzuhalten, die die Wahrheit nicht kennen. Dadurch werden sie viel mehr erreichen, als sie es auf irgendeine andere Weise könnten. Der interessante Punkt ist hier, dass das nur funktionieren wird, während das Gesetz den Sonntag propagiert. Aber sobald das Gesetz erzwungene Arbeit am Sabbat propagiert, dann verletzt es Gottes Gesetz. Hm. Ja. Wir haben das aus dem Grund hereingenommen, weil wir den Menschen zeigen wollen, dass nichts falsch daran ist, Gottes Werk am Sonntag zu tun. Aber es ist definitiv etwas falsch daran, wenn man gezwungen wird, den Sabbat nicht zu halten, den siebten Tag. Ja. Es gibt kein Umschwenken. Dieses Zitat sagt uns nicht, dass wir den Sabbat verlassen und zum Sonntag überwechseln können. Das sagt es uns überhaupt nicht. Lass uns mit einem anderen Zitat abschließen, von dem ich denke, dass es für die Zeit, in der wir leben, sehr wichtig ist. Es ist Zeit für Gottes Volk wegen der Zunahme an Bosheit mehr zu arbeiten als je zuvor. Und Wegen dieser zunehmenden Bosheit erfolgt dieser Ruf zurück zur Moralität. Ja. Eines der Themen ist der Ruhetag. Die Kirche plädiert dafür, dass die Menschen wieder in die Kirche zurückgehen sollen. Die säkuläre Welt plädiert dafür, dass wir einen arbeitsfreien Ruhetag bekommen. Und die Welt der Umweltbewegten plädiert für einen freien Tag. Lasst uns doch einen synchronisierten Ruhetag machen, damit alle Parteien glücklich sind. Hm. Hm? Dann werden wir natürlich in Konflikt kommen. Denn Gottes Gesetz ist sehr genau. Wenn wir hier weiterlesen, heißt es: Die Welt ist von Falschheit und Gesetzeslosigkeit überwältigt. Und die, die Gott zu den Treuhändern seines Gesetzes und auch der wahren Religion Jesu machte, müssen entschlossen ihr Licht scheinen lassen. Wenn sie nicht tätig werden, den Verstand der Menschen aufzuklären und unsere Gesetzgeber durch Unkenntnis der Wahrheit den Prinzipien des, des Protestantismus abschwören und sie der römischen Täuschung, dem falschen Sabbat Vorschub leisten und ihn unterstützen, wird Gott sein Volk, das so großes Licht besaß, für ihren Mangel an Fleisch und Treue in die Verantwortung nehmen. Doch wenn die Thematik der religiösen Gesetzgebung den Menschen mit Umsicht und vernünftig dargelegt wird und sie daraufhin sehen, dass der römische Abfall durch die Erzwingung des Sonntags von der christlichen Welt erneut als Gesetz erlassen wird und die Tyrannei vergangener Zeitalter wiederholt werden wird, dann werden wir, was immer auch kommt, unsere Pflicht getan haben. Martin, was auch immer kommt, yeah. wir wissen, was kommt. Das Mahlzeichen des Tieres wird erzwungen werden. Die Bibel sagt, dass es schließlich zu einer Todesstrafe führen wird. Und diejenigen, die sich entscheiden, auf der Seite von Gottes Gesetz zu stehen, werden mit dem Zorn des Teufels konfrontiert werden. Und mit dem Zorn des Tieres und das zweite Tier wird das erste bei seinem Handeln unterstützen. Der gefallene Protestantismus mit der Macht der Vereinigten Staaten und wir haben unsere Pflicht getan, wenn wir die Welt gewarnt haben. So nehmt bitte zur Kenntnis, liebe Zuschauer, dass die Welt für ein Gesetz kämpft, das Gottes Gesetz entgegensteht. Sie sind ja. sogar so arrogant, ein Gesetz herauszunehmen und es das Dritte zu nennen, obwohl wir es in Wirklichkeit mit dem Vierten zu tun haben. Denkt über diese Dinge nach. Wem werden wir dienen? Die Bibel sagt, es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz aufgehoben. Gott wird einschreiten. Auf welcher Seite des Konflikts werden wir stehen? Aber ich und mein Haus, und ich bin sicher, du und dein Haus ebenso, wir werden den Sabbat des Herrn halten. Ja, absolut. Lass uns beten. Himmlischer Vater. Wir allen auf die letzten Ereignisse zu. Uns wurde gesagt, dass es an der Zeit ist, die Städte zu verlassen, wenn diese Punkte diskutiert werden. Denn es wird Katastrophen geben, wie wir sie uns bis jetzt nicht einmal vorstellen konnten. Wecke doch dein Volk auf und hilf uns, das Thema klar und deutlich zu machen so dass sodass denkende menschen richtige entscheidungen treffen können das ist unser gebet in jesu namen amen, amen.